Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Brockmann trifft. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr über den Gast des heutigen Abends. Brockmann trifft ist meine Veranstaltungsreihe rund um das Thema Rhetorik in Politik, Wissenschaft und Unternehmen. Zu meiner Veranstaltungsreihe lade ich regelmäßig spannende Persönlichkeiten und Gäste ein, die uns aus ihrem Berufsalltag erzählen und die uns spannende Impulse mitgeben. Mein Name ist Lorenz Brockmann. Ich bin Geschäftsführer der Rhetorikakademie Tübingen und Gründer der Wahlkampfagentur Plus X. Und ich habe in den vergangenen 8 Jahren zusammen mit meinem Team 35 Wahlkämpfe begleitet. Und einer dieser Wahlkämpfe war eben dieser überaus spannende und beeindruckende Wahlkampf für Stefan Belz in Böblingen. Ja, ich mache Wahlkämpfe vorwiegend in Bayern und Baden-Württemberg, vorwiegend für die Grünen. Und vorwiegend Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlkämpfe mit ganz großer Leidenschaft. Ja, und jetzt zu meinem Gast. Am 4. Februar 2018 gelang Stefan Belz eine absolute Sensation. Er gewann die Wahl zum Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Böblingen im ersten Wahlgang mit 51,3% gegen den Amtsinhaber der CDU. Damit Sie, meine Damen und Herren, dieses Ereignis oder diese Sensation richtig einschätzen können, bei uns werden lediglich 5% der Bürgermeister abgewählt. Die Chance, dass ein grüner Kandidat im ersten Wahlgang in einer konservativen Stadt, noch dazu ohne Verwaltungserfahrung und in seiner eigenen Stadt, gegen den CDU-Amtsinhaber im ersten Wahlgang gewinnt, dürfte statistisch bei deutlich unter 1% liegen. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend da ist. Ich freue mich auch sehr, dass noch ein weiterer Oberbürgermeister den Weg in die neue Akademie gefunden hat. Lieber Boris, schön, dass du heute da bist. Boris Palmer, Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen. Stellvertretend möchte ich dich begrüßen für alle, die quasi kommunalpolitisch aktiv sind und heute Abend hierher gekommen sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und damit ein herzliches Willkommen, Stefan Belz, bitte komm zu mir auf die Bühne. Schön, dass du da bist und einen großen Applaus. Hallo Lorenz. Ja, Stefan, also ich gebe es mal ehrlich zu, diese Veranstaltungsreihe Brockmann trifft habe ich ja deshalb erfunden, weil ich einfach zu wenig Zeit habe, mich mit spannenden Leuten zu treffen. Dir geht es nicht anders wahrscheinlich. Zeit ist ein rares Gut. Ja, absolut, vor allem in deinem Job. Es ist so, also ich sag's mal ganz offen, in Wahlkämpfen, da entwickelt man dann tatsächlich auch eine sehr enge Beziehung. Und dann, wenn die Wahl gelaufen ist, egal ob gewonnen oder verloren, dann sieht man sich nur noch sehr selten und darunter leide ich immer so ein bisschen. Ja? Deswegen habe ich dich heute Abend eingeladen, um mich einen Abend lang nett mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, es ist okay, dass ich noch ein paar andere Leute eingeladen habe. Das passt. Ich sehe ja fast niemanden. Ja. Durch die Scheinwerfer sind wir hier völlig unter uns. Gut, und die Rollläden sind auch unten. Passt, ja. Wunderbar. Also Sie dürfen zuhören und wir unterhalten uns ein bisschen. Stefan, also jetzt trotzdem mal für die anderen, weil... ich habe da was gehört. Du musst uns, bevor wir anfangen, erstmal kurz über eine Sache aufklären. Und zwar, vor 3 Wochen hast du dir Urlaub genommen und bist nach Florida geflogen, ja. Zu Cape Canaveral, ja. Um den Start einer Rakete zu beobachten. Erklär uns mal bitte, was das mit dir zu tun hat. Also eigentlich ja völlig untypisch, auch mit einem grünen Parteibuch zu fliegen. Tatsächlich hat es aber was mit meiner vorigen Tätigkeit zu tun. Ich bin Luft- und Raumfahrttechniker. Habe an der Uni Stuttgart studiert und habe dort auch promoviert im Bereich Raumfahrt, bemannte Raumfahrt, also dort, wo der Mensch im Mittelpunkt der ganzen technologischen Entwicklungen steht. Und ja, dort hatte ich dann viele, viele Jahre an Technologien geforscht, wie man den Menschen im Weltraum am Leben erhalten kann, also sogenannte Lebenserhaltungssysteme. Da war dann die Brennstoffzelle ein Aspekt, aber auch Mikroalgen. Und zusammen mit einem Forschungsteam haben wir dann ja so 2008 angefangen zu studieren, ob Mikroalgen geeignet sind, um CO2 der Astronauten in Sauerstoff umzuwandeln, um Biomasse herzustellen, die dann auch von den Astronauten verfespert werden können. Und diese ganzen Grundlagen oder auch Machbarkeitsstudien, die waren erfolgreich, natürlich mit einigen, wie es in der Wissenschaft üblich ist und in den Ingenieurwissenschaften mit einigen Rückschlägen. Aber 2014 habe ich dann den Anruf vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt aus Bonn erhalten, ob
ich bereit wäre, ein Weltraumexperiment zu bauen für die internationale Raumstation. Im Endeffekt war die Antwort klar, ja natürlich, das kriegen wir schon hin. Und ich habe einfach tolle Leute in meinem Team gehabt und habe sie auch immer noch, so, wobei ich heute nicht mehr von meinem Team eigentlich sprechen darf. Meine Kollegin hat mich meiner Stelle beerbt an der Universität. Ja, und im Prinzip stand dann immer im Raum, ja, der Start wird irgendwann vielleicht 2017, Anfang 2018 sein. Und es war dann grundsätzlich auch mal der Wunsch, da mich beruflich zu verändern. Da kam irgendwie diese OB-Wahl ein bisschen in die Quere. Dann hatte ich auf einmal seit letztem Jahr im April einen neuen Job oder eine neue Arbeit, ein neues Amt, das ich bekleiden durfte. Und der Start, es gibt eigentlich nichts Zuverlässigeres in der Raumfahrt als Verspätungen bei den Starts von Raketen. Und so kam es, dass es dann anberaumt war. Also im April, am 26. April, startet eine Falcon 9-Rakete von der Firma SpaceX. Startet dann mit unserem Experiment an Bord in der Dragon-Kapsel. Dann habe ich mir diesen Zeitraum freigeschaufelt von sämtlichen OB-Terminen. Mein Vorzimmer war nicht sehr begeistert darüber. Aber das war mir sehr wichtig und ich bin mit meiner früheren Kollegin und einer guten Freundin von mir sind wir dann nach Florida geflogen. Und das war fantastisch. Also diese Woche war fantastisch, obwohl es dann wieder zu Verspätungen kam. Dann wurde es der 29. April, am 30. musste ich zurückfliegen, weil mein Böblingen einen Maibaum aufgestellt haben. Das heißt, das war der limitierende Faktor zum Maibaumstellen. Der erste seit 10 Jahren mal wieder. Da musste ich einfach da sein. Und dann wurde der Start schließlich auf den 3. Mai verschoben. Da war für mich, okay, ich bin beim Start leider nicht persönlich anwesend, habe die Zeit aber sehr genossen am Kennedy Space Center. All diejenigen, die schon mal dort waren, das ist schon sehr beeindruckend. Und viele bekannte Gesichter von damals auch wieder getroffen und man war dann ruckzuck mal wieder so in dieser Raumfahrtblase unterwegs. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, habe einfach eine schöne Zeit dann in Florida verbracht. War geprägt natürlich von Raumfahrttätigkeiten, Aktionen. Ich habe den Start dann, wollte ich am 3. Mai dann zusammen mit meinen Kollegen, die in Stuttgart geblieben sind, an der Universität dann zusammen anschauen. Über NASA TV kann man jeden Start live mit angucken. Ja, und dann 10 Minuten vor Start wurde der Start wieder abgesagt. Weil man muss wissen, diese Falcon 9-Raketen, das ist schon eine ganz tolle Entwicklung, die da SpaceX gemacht hat. Bisher, das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, Raketen, die werden in den Weltraum geschossen und dann wird da nach und nach werden die Stufen abgekoppelt und dann verglüht der Rest im Weltraum oder fliegt irgendwo in den Ozean rein. Und das ist das ist ökonomisch und ökologisch auch völlig ineffizient. Und deswegen hat sich SpaceX sich auf die Fahne geschrieben, wir bauen sogenannte Reusable Rockets, also wiederverwendbare erste Stufen. Und die haben auch probiert und irgendwann hat es funktioniert und gibt es auch von vor etwa 6 Wochen gibt es ein ganz tolles Video, wo 2 erste Stufen parallel synchronisiert auf Trägern im Meer parallel landen. Fantastisches Video, kann man sich mal gern angucken auf YouTube. Und dementsprechend am 3. Mai war es leider noch die See zu unruhig und man war sich nicht sicher, schafft man es die Plattform rechtzeitig an den Rückkehrplatz zu ziehen mit dem Schiff. Und war leider noch zu unruhig das Wasser und dann hat man es abgesagt. Und dann am 4. Mai habe ich dann den Start zusammen mit meinem Lebensgefährten im Dienstzimmer des OB angeschaut, weil wir dort einen sehr großen Bildschirm haben und das war fantastisch. Also es war wirklich fantastisch, ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich wusste, da ist das Weltraumexperiment drinne, wofür mein Team und ich so viele, viele Jahre, also bald 10 Jahre lang geforscht und entwickelt haben und für mein früheres Team geht die Arbeit jetzt erst los, ja, mit der Installation und so weiter und dann geht's rund. Genau. Stimmt es denn, dass du mal fast Astronaut geworden wärst? Ich habe mich tatsächlich in der Runde, wo Alexander Gerst unter anderem als Astronaut hervorgegangen ist, hatte ich mich damals in der Runde auch beworben, das war 2006. Im Endeffekt, Astronaut zu werden ist schon, ich sag mal so, es ist so ein Wunsch gewesen. Ich glaube, wenn ich es geworden wäre, hätte ich nicht mehr Nein gesagt. Das ist so ähnlich wie OB werden. Wenn es dann plötzlich passiert ist, dann denkt man, oh, was habe ich jetzt da gemacht? Ja. Jetzt auf einmal hat man ganz viel zu tun, ganz viele neue Aufgaben. Und dieses Astronaut werden zu wollen, das hat schon sowas von Abenteuer. Also man möchte auch irgendetwas tun, wo man denkt, da könnte die Menschheit vielleicht mal davon profitieren. Und dann habe ich mich 2006 beworben
Und es gab, oh, ich glaube, auf diese drei Stellen, die damals ausgeschrieben wurden von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, gab es über, ich glaube, rund 8000 Bewerbungen. Und ja, da war ich gleich im ersten Durchgang. Ich war zu jung, zu wenig erfahren, was auch immer. Man kriegt ja keine Gründe genannt, wenn man die erste Absage dann bekommt. Aber es war zumindest ein Versuch wert, ja. Hätte es geklappt, würde ich heute nicht hier sitzen. Das ist so, aber jetzt hast du gerade gesagt, plötzlich OB. Also so ganz plötzlich kam das ja nicht. Also vom Luft- und Raumfahrttechniker, promovierten Luft- und Raumfahrttechniker über fast Astronaut bis zum Oberbürgermeister von Böbling, da ist ja schon ein Weg. Erzähl uns mal oder nimm uns mal mit, wie ist das, wie konnte das passieren? Weil du gerade gesagt hast, so plötzlich OB und du hast eine Aufgabe gesucht, von der die Menschheit profitiert. Also da habe ich gerade gedacht, wie ist das gekommen? Wann hat es angefangen? Ob die Menschheit profitiert, das werden wir dann noch sehen. 2011, Stuttgart 21. Oder 2010 schon. Stuttgart 21 ist eigentlich schuld. Von dem her auch eine sehr interessante, eigentlich eine sehr interessante Entwicklung oder Weichenstellung. Ich fand, bei uns am Institut damals war Stuttgart 21 auch sehr umstritten. Waren viele Ingenieure. Ingenieure waren tendenziell eher, ja, ist doch ein tolles Projekt. Da gab es aber auch so die andere Richtung. Nee, eigentlich völlig undurchdacht. Und da muss man die Leute doch ordentlich informieren, diese Preissteigerung. Und vor allem viele Fragen sind noch gar nicht geklärt. Also als bestgeplantestes Projekt, das zu titulieren, war auch sehr fragwürdig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die ganze Geschichte von Stuttgart 21, die kennt ihr, die kennst du zu Genüge. Für mich war es dann Grund, nicht immer nur über Politik zu reden, sondern auch selber Politik zu machen. Also habe ich mich bei einem Ortsverband gemeldet und bin dann beim Ortsverband Böblingen-Schönbuch gelandet, der Grünen. Die Grünen standen mir schon immer sehr nahe, war so die Partei, mit der ich mich am ehesten identifizieren konnte von ihren Zielen. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit und auch Umweltschutz und Klimaschutz finde ich sehr bedeutsam für unsere Gesellschaft. Und ja, und dann ging das irgendwie alles relativ schnell, wenn man sich so ein bisschen engagiert in einem Ortsverband. Dann auf einmal wird man gefragt, ob man für einen Gemeinderat kandidieren möchte. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich gleich das zweitbeste Ergebnis in unserer Fraktion eingeholt. Dann saß ich im Gemeinderat und so wurde aus diesem sich einmischen, sich einbringen, wurde auf einmal so ein weiteres Hobby. Also neben Musik machen, Sport machen und mein eigentlicher Job an der Uni war dann auf einmal die Politik, spielte eine bestimmte Rolle. Ja, und 2015, 16 war schon in mir, ist so der Wunsch entstanden, ich möchte gern an der Universität, gern das Weltraumexperiment zu Ende bringen und mich dann auch verändern. Sei es jetzt entweder im akademischen Bereich mal was ganz anderes machen oder in die Wirtschaft zu gehen oder in der Politik mal mein Glück zu versuchen. Und ja, dann kam so die OB-Wahl in Böblingen, in meiner Heimatstadt. Also meine Vorfahren reicht bis 1541 zurück. In Böblingen? In Böblingen, ja. Und mütterlicherseits. Und dann war so immer wieder, weil ich mit dem Amtsinhaber nicht sehr einverstanden, habe viele zähe Gemeinderatssitzungen, Ausschusssitzungen erleben dürfen und hatte immer so den Eindruck, Mensch, der da vorne sitzt, der hört eigentlich gar nicht, was in der Bürgerschaft so los ist, was die Menschen eigentlich wollen oder was auch im Gremium gewollt ist, welcher Takt vom Gremium vorgegeben wird, welche Ziele erreicht werden sollen, weil wir, ja, sagen wir es mal so, es gibt einfach Unmengen viel zu tun in Böblingen, da können wir ja nachher noch drüber sprechen. Ja, und wir haben uns ja schon mal kennengelernt beim Landtagswahlkampf. Da war ich Zweitkandidat von unserer inzwischen direkt gewählten Kandidatin Thekla Walker. Ich kannte dich und dachte, jetzt muss ich dich anrufen. Ich habe da so eine Idee. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Wir haben im Landtagswahlkampf für Thekla Walker, warst du Zweitkandidat und wir haben damals eine Wahlkampfstrategie entwickelt. Und ihr hattet auch den Wunsch, den Zweitkandidaten mit einzubauen in die Wahlkampfstrategie, ja, dass dir eine Aufgabe zuteil wird. Deswegen haben wir miteinander ein Interview geführt. Und ich habe das damals ganz toll erlebt und ich weiß es noch, ich habe damals zu dir gesagt, Mensch, du könntest doch echt in die Politik gehen und so weiter. Und du hast dann gesagt, ja, weiß nicht, schauen wir mal, eher nicht, ja, ich bin ja schon gut versorgt und so weiter. Und dann ein paar Jahre später saß ich auf dem Beifahrersitz und das Handy klingelt und du warst dran und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe und ich habe damals zu meinem, der da gefahren ist, habe ich gesagt, das ist der perfekte Kandidat, ja. Und ich habe ein paar Jahre vorher für den Boris Wahlkampf gemacht und ich habe damals gesagt, so einen geilen Wahlkampf mache ich nie wieder. Sowas kommt nicht wieder. Und da hatte ich das Gefühl, boah, das könnte aber was werden. Ja? Könnte ein richtig guter Wahlkampf werden. Und dann haben wir uns getroffen und damals warst du dir ja noch gar nicht sicher, ob du kandidieren willst.
Ja, also es war im Prinzip mal abzuklären, was eigentlich so ein Wahlkampf dann bedeutet. Also so ein bisschen vor dem Hintergrund als Ingenieur versucht man erstmal so eine Matrix aufzumachen. Was muss alles erfüllt sein? Welche Anforderungen müssen erfüllt sein, damit man das Ganze tut, zugehört? Ein Lastenheft ja. Gehört zum Beispiel auch dazu. Das familiäre Umfeld muss einverstanden sein, sollte einverstanden sein, sollte das Ganze mittragen. Ist ganz elementar wichtig, weil irgendjemand muss einen ja aufpäppeln, wenn man zu Hause ist. Aber auch ein bisschen zu beleuchten, kandidiere ich da gegen jemanden, der sowieso fest im Sattel sitzt? Da habe ich gleich Ja gesagt. Ja, aber das war nicht mein Gefühl. Ja, okay. Mein Gefühl war schon ganz klar, überall, wo ich so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt habe, war eigentlich die Resonanz, naja, ja, irgendwie so richtig zufrieden ist man nicht. Und diese Unzufriedenheit, die wollte ich mir dann schon zunutze machen. Und daraufhin war aber auch klar, von dem Tag, wo ich dann sage, ich kandidiere, ich brauche dafür aber eine Unterstützung, ich brauche ein Team, ich brauche eine Strategie. Und wie so eine Strategie aussieht und wie man die aufbaut, deswegen war ich ja dann bei dir. Und da ist dann schon was Fantastisches entstanden. Und auch die Zeit dann, ich würde mal sagen, grob von September bis zum 4. Februar, es war eine wahnsinnig intensive Zeit. Ja. Hat Spaß gemacht mit allen Höhen und Tiefen, aber meistens Höhen. Ja. Und auch sehr lustigen Erlebnissen. Es war ja aber auch eigentlich der perfekte Zeitraum. Also du hast mich Ende Juli angerufen, im Anfang August hatten wir die erste Sitzung miteinander, das erste Coaching, und dann ging es eigentlich so Mitte, Ende August so richtig los, und dann haben wir den ganzen Spätsommer und Herbst gearbeitet. Ja, und ich war 4 Wochen noch in Australien. Das auch noch, ja, stimmt. Ich war einfach mal weg, war eine große Konferenz, Raumfahrtkonferenz dort, und durfte dort wissenschaftliche Ergebnisse vorstellen. Dann ist es logisch, wenn man schon mal dort ist, dann hängt man noch mal Urlaub mit dran. Das war aber wirklich super, weil bis dahin stand das Kernteam. Ja. Und da bin ich auch wirklich wahnsinnig dankbar an 2, 3 Personen, die da ganz aktiv mich unterstützt haben. Und das ist auch etwas, was man braucht. Also einen OB-Wahlkampf zu wuppen, zu rocken, wie auch immer man das neudeutsch sagt, da braucht man 2, 3 echt richtig engagierte Leute, die sagen, das mache ich für dich. Und die hatte ich, und die haben ja mit dir dann sozusagen viel vorbereitet, während ich weg war. Und dann konnte ich in die Vollen gehen, ja, frisch erholt. Wie hast du denn diese Strategieentwicklung erlebt? Also das ist ja so ein trockener Begriff, das ist ja so Strategieentwicklung, da setzt man sich zusammen und denkt irgendwas aus. Aber wie hast du das erlebt? Also was war das für dich für eine Zeit? Also den Werbeblock mache ich jetzt gern für dich. Ja, gar nicht wirklich. Nee, aber nein, das Spannende ist ja, wenn man darüber nachdenkt, Wahlkampfstrategie, wenn man Fernsehen guckt oder so, alle reden immer von Strategie. Ja? Und was mich ja so beschäftigt, ist ja, dass dieser Begriff so schwer mit Leben zu füllen ist. Deswegen würde ich auch gerne ich bin Stratege, aber mich interessiert so, wie hat deine Sicht auf die Dinge, wie war diese Strategiearbeit für dich? Also ich fand die sehr gut, weil es erstmal ganz klar von dir, das war wie so, da nimmt mich jemand an die Hand, also du nimmst mich an die Hand und sagst mir so, jetzt machen wir zuerst, definieren wir mal die Ziele, dann definieren wir mal die Zielgruppen, wen möchte man eigentlich erreichen. Man kann natürlich versuchen, alle zu erreichen, aber das geht meistens schief. Schon auch klare Abgrenzung, wen will man nicht erreichen oder wen muss man nicht erreichen. Und dann aber auch, ich erinnere mich an ganz viele, an viele Zeiten, wo wir vor diesem Whiteboard standen. Und ich musste dann etwas hinschreiben, musste dann, also das alles selber entwickeln. Und das fand ich das Tolle daran, dass es nicht was war, wo wir saßen mal an dem Tisch, ich habe dir gesagt, was ich will, und dann hast du irgendwas entwickelt. Sondern du hast gesagt, nee, wir brauchen Termine miteinander, und du stellst mir dann die richtigen Fragen oder die Leitfragen dazu. Und daraus ist dann ja nach und nach auch die Strategie entstanden. Und das fand ich in dieser Strategieentwicklung wahnsinnig wichtig, weil damit war ich von Beginn an immer involviert. Das war nichts, was ich irgendwo, wo ich das Gefühl hatte, das wurde mir übergestülpt, das passt doch eigentlich gar nicht zu mir, sondern das war etwas, was ich im Prinzip mit dir auf die Welt gebracht habe, diese Strategie. Und das finde ich, ist echt der richtige Weg. Ja. Also diese 5 Säulen waren es genau. Ja. Ich finde das echt eine prima Sache. Und wenn die Strategie mal steht, und man dann auch punktuell dann immer wieder die 2, 3 Personen, die einen da im Hintergrund auch mit unterstützen, mitnimmt, die da durchaus auch konstruktiv mitwirken können. Und wenn das mal steht und wenn man diesen Kern hat, dann ist eigentlich der Rest,
ich würde sagen, nicht geschwätzt, aber man hat einen Plan. Das ist so ähnlich wie ein Plan für ein Haus. Und dann weiß man endlich, okay, so soll also das Haus mal aussehen. Jetzt fangen wir mal mit dem Keller an, dann bauen wir die Wände hin, dann kommen die Fenster irgendwann rein, ins Dach und so weiter, Schritt für Schritt vorzugehen. Und das hat mir unheimlich viel Sicherheit gegeben in der ganzen, ja eigentlich in der ganzen Zeit. Und das, man konnte auch das Team, das dann nach und nach angewachsen ist, am Schluss waren es ja über 50 Leute, die da im OB-Wahlkampf für mich auf die Straße gegangen sind. Und das alles, weil man weiß, da gibt es eine Strategie und wir lassen uns jetzt auch nicht irritieren durch irgendwelche anderen Entwicklungen, sondern ganz klar Ruhe bewahren, weiter geht's, weil man merkt es jetzt ja vielleicht in der einen oder anderen Kommune auch. Wir haben am 26. Mai Kommunal- und Europawahl und ich merke es jetzt wiederum gerade in meinem Gremium, die drehen gerade alle am Rad. Ja, man kann keine vernünftigen Entscheidungen mehr herbeiführen. Das ist echt wie so ein aufgestopftes Wespennest. Ja. Okay, also jetzt haben wir, also wenn ich das mal so zusammenfasse im Moment, wir haben zwei Sachen, die du jetzt rausgearbeitet hast, mal als Erfolgsfaktoren. Das eine, dieses ganz kleine Team am Anfang, das man so mitnimmt, die Leute, die sagen, ich ziehe das für dich durch. Das hast du ja auch im Nachgang vom OB-Wahlkampf immer wieder betont, dass so ein kleines Gremium ein Erfolgsfaktor ist, oder? Also ein ganz kleines Kernteam, bei dir bestehend aus der Wahlkampfleiterin, ja? Dann Grafikerin, mein Partner. Grafikerin, ja. Dein Partner und ich. Und dann also ja. Wirklich ein kleines Team, die so quasi das Kernteam bilden. Und dann muss man ja aber auch die anderen mitnehmen. Ja. Und das ist was ich jetzt nochmal als Werbeblock für dich, was ich wahrgenommen habe in deinem Wahlkampf, was andere Kandidaten nicht so gut hingekriegt haben wie du, ist dieses wirklich alle mitzunehmen. Und ich glaube, das ist, also wenn man eine Strategie ist erstmal nicht wirksam. Ja? Eine Strategie ist erstmal da. Man hat sie ausgearbeitet, man hat was Tolles überlegt, aber sie wird ja dann nicht wirksam. Man muss sie ja dann wirklich auch auf die Straße bringen und die Leute damit losschicken mit dieser Strategie. Wie ist dir das gelungen? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich denke mal, das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich, auf die Leute zuzugehen. Also halt auch im persönlichen Gespräch auf die Leute zuzugehen. Ich hatte auch, bevor ich noch zu dir gekommen bin im Juli, habe ich einfach mal die Fraktion eingeladen aus dem Gemeinderat zu mir, haben ein bisschen was gegessen und dann habe ich einen kleinen Fragebogen vorbereitet, also im Grundsatz, ob sie mir das zutrauen würden, dass ich meinen Hut in den Ring schmeiße für die OB-Wahl. Und da kam sehr ehrliches Feedback zurück. Da war, ich würde mal sagen, so 85-90% Zustimmung. Und das fand ich auch ein gutes Zeichen, dass jetzt nicht alle, jawohl, huhu, juhu, wir haben einen Kandidaten, sondern das war, ja, trauen wir dir zu oder ja, traue ich dir zu, aber. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und gerade dieses, dann wird man natürlich erstmal im Ortsverband, fragt man herum, im Kreisverband. Dann war es mir aber auch wichtig, weil diese Entscheidung von mir aus kam als Person. Also ich wurde jetzt nicht nominiert von den Grünen, sondern es war meine persönliche Entscheidung, OB werden zu wollen. Und deswegen war mir auch wichtig, gerade in so einer Stadt wie Böblingen, wo jetzt nicht die Grünen an sich eine starke Verankerung von Grund auf haben, dass ich ein überparteilicher Kandidat bin, dass ich offen bin für Ideen, aus welcher Richtung auch immer. Und deswegen bin ich dann auch gezielt auf die SPD zugegangen, auf die FDP, auf die Freien Wähler. Und ja, interessant war, was da so entstanden ist. Es hat sich zwar nie eine Partei in Gänze oder ein Ortsverband oder ein Stadtverband in Gänze einer anderen Partei für mich ausgesprochen, aber es gab viele Unterstützer. Und das hat sich dann auch nachher im Wahlkampfteam wiedergespiegelt. Und dann ist man natürlich zur Radler-Lobby natürlich gegangen und zu unterschiedlichen Interessensgruppen. Und da sind dann wieder 3, 4 hängen geblieben. Die haben das wieder weitererzählt. Ja, Mensch, es macht Spaß. Und so ist plötzlich diese Gruppe immer weiter herangewachsen. Ja, vielleicht ist das irgendwo so das Geheimnis, keine Ahnung. Aber wichtig ist halt, mit den Leuten zu reden. Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade einen ganz spannenden Punkt gebracht, an dem ich immer wieder in jeder Wahlkampfstrategieentwicklung hänge, nämlich diesen Aspekt der Überparteilichkeit. Das hast du sehr schnell aufgegriffen und hast gesagt, ja, ich bin ein überparteilicher Kandidat. Ich habe zwar ein grünes Parteibuch, aber ich bin offen für die Unterstützung von anderen und ich verstehe mich auch vom Selbstverständnis her als ein Kandidat, der die Bevölkerung ansprechen will, also fernab der strategischen Zielgruppen, die wir gewählt haben. Aber du hast dich gezeigt als jemand, der offen sein will und der überparteilich auftreten will. Das heißt, nicht nach klaren Parteiinteressen, nicht nach klaren sozusagen Parteimeinungen zu agieren, sondern als überparteilicher Kandidat aufzutreten. Jetzt im Nachhinein betrachtet, war das eine Erfolgsformel für dich? Für mich ja. Ja? Ich glaube, das ist aber wirklich das sind immer Einzelfallentscheidungen. Ja. Wenn es einen Prozess gibt in einem anderen Wahlkampf, wo Grüne einen Kandidaten auswählen oder zusammen mit einer anderen Partei, die sagen, das ist unser Kandidat von den Grünen und von einer Partei X,
dann ist es wieder was anderes. Dann kann man natürlich nicht anfangen, ins Gegenlager zu gehen oder in ein anderes Lager zu gehen. Aber so war es für mich erstmal eine rein persönliche Entscheidung und damit fiel mir auch das alles leicht. Ich bin natürlich auch zur CDU gegangen, obwohl ich weiß, der Amtsinhaber ist ja von der CDU. Aber ich bin hingegangen, habe mich als Kandidat vorgestellt, habe natürlich auch um Unterstützung geworben. Das fand ich einfach wichtig. Und es war sehr interessant, ja, was da so alles entstanden ist im Rahmen dieses Wahlkampfes. Ja. Also da gab es schon die ein oder andere Stimme, eben aus der CDU zum Beispiel, die gesagt hat, ich finde es gut, dass sie kandidieren. Also aus meiner Perspektive war es so, dass dieser Wahlkampf so langsam abgehoben ist. Man hat so gemerkt, wow, da passiert was, wow, da entsteht was. Aber es ist lange nicht so richtig abgehoben, sondern es ist lange so gelaufen. Und dann gab es so einen Moment, sozusagen so 2 Wochen vor der Wahl, wo plötzlich alles durchgebrannt ist irgendwie. Das war so um die Kandidatenvorstellung der Stadt rum, wo dann auf einmal ganz viele Leute kamen und gesagt haben, ey, ich unterstütze dich, ich bin dabei. Dann sind ganz viele Spenden gekommen, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass da was in Gang kommt. Ja. War das für dich, hast du das auch so empfunden, dass diese, gerade um diese Kandidatenvorstellung rum, die war ja im 4. Februar war die Wahl, die war Anfang Januar, wenn ich es richtig weiß, also nach Neujahrsempfang. Ja. 22. Januar war, oder 21. Januar etwa war die Kandidatenvorstellung. Interessant ist rückblickend. Man selber hängt ja ab September in so einer gedanklichen Wolke drinne, Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Und einer aus dem Team, der hat ja einen Rückblick geschrieben. Und für den hat eigentlich der Wahlkampf erst 6. 7. Januar angefangen. Mhm. Als man angefangen hat, Wahlkampfstände zu machen, ja. Flyer zu verteilen und so weiter. Und im öffentlichen Bewusstsein hat eigentlich der Wahlkampf erst so nach Drei Könige angefangen. Da war ja aber schon ganz viel gelaufen. Du hast schon dein Wahlprogramm schon geschrieben, das war auch schon draußen, das Wahlprogramm. Also Kampagne war entwickelt, Strategie stand, dein Team stand, also alles war schon da. Ja. Und in der Außenwahrnehmung ging es dann aber erst richtig. Und dann ging es eigentlich erst los, wo dann das Ganze, oh, es ist ja OB-Wahl, ach so, da gibt es jetzt noch einen weiteren Kandidaten. Und ja, in der Kandidatenvorstellung, da hat sich das eigentlich so zugespitzt. Also man selber ist ja dann auch, in Böblingen ist es üblich, dass die anderen Kandidaten nicht im Raum sind. Das heißt, ich habe die Rede vom Amtsinhaber nicht gehört. Und ich habe meine Rede gehalten. Das war auch eine spannende Entwicklung, wie wir die Rede zur Welt gebracht haben. Da haben wir sehr viel Energie reingesteckt. Ja. Und das hat auch jede Menge Spaß gemacht. Man profitiert da ja auch so in der eigenen persönlichen Entwicklung dann dabei. Das ist ja schön. Und man hat gemerkt, das war schon auch für mich eine Neuheit, mal vor 1200 Leuten zu stehen und zu reden. Klar, in der Wissenschaft hat man seine Kongresse und man stellt sein Paper vor und hat da, wenn es mal gut läuft, 50 Leute da sitzen. Wobei die auch, ich muss ehrlich sagen, in der Wissenschaft ist man viel, viel kritischer als im Gemeinderat. Also da wird man wesentlich stärker fachlich auseinandergenommen. Im Gemeinderat sind es ganz viel Emotionen, die da immer mitschwingen. Und bei der Kandidatenvorstellung wiederum haben wir ja wirklich auch schön aufgebaut und da konnte ich die auch so weitgehend in der freien Rede auch dann halten. Das hat echt viel Spaß gemacht. Und da gab es immer Zwischenapplaus und das pusht einen natürlich. Also das ist schon, wenn man dann vorne steht und man sieht, Mensch, da klatschen. Gut, da gab es natürlich auch so Lager, die sich positioniert haben im Publikum. Da hat man gleich gesehen, okay, dort sitzen die Anhänger dieses Kandidaten und es gab ja noch einen dritten Kandidaten, und natürlich noch eine Spaßkandidatin. Den wir auch nicht vergessen sollten, dass es diesen, der hat ja immerhin 20% geholt. Immerhin, also, ja. Johannes Söhner, genau. Ja. Und war übrigens ja auch so tendenziell im linksliberalen Lager unterwegs. Und das war natürlich auch für uns am Anfang bei der Strategie. Wem zieht er Stimmen und wie geht man ihn an? Ja, genau. Das war schon. Und im Nachhinein haben wir uns eigentlich perfekt ergänzt. Ja, würde ich wirklich sagen, weil er doch einen Wahlkampf geführt hat, der anders war als unserer. Ja. Ich glaube, dabei belasse ich es jetzt einfach mal. Aber das war schon ein klasse Eindruck, wenn man dann auch so richtig gepusht wird in diesen 15 Minuten. Ja. Und dann war ich fertig, habe nochmal um die Stimme am 4. Februar geworben. Und dann habe ich meine Sachen wieder eingepackt und bin wieder in das betreute Zimmer zurückgegangen und musste warten, was kommt. Handy abgeben, so richtig und alles. Und man hört natürlich, was bei anderen passiert. Also klatschen, das hört man natürlich. Ja. Und direkt nach mir war ja dann der Amtsinhaber drin. Genau. Hing übrigens damit zusammen, weil ich meine Bewerbung, wir haben unsere Bewerbung gleichzeitig abgegeben, gleich am ersten Tag, wo man sich bewerben konnte, habe ich meine Bewerbung abgegeben. Und dann entscheidet es los. Und das Los war dann
ja, fiel dann zu meinen Gunsten aus. Deswegen standst du auch oben auf dem Stimmzettel als erstes. Platz 1, ja, genau. Kann man jetzt lange drüber nachdenken, ob das eine Auswirkung hat. Aber es sind alles so kleine Bausteine. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Oder alles so kleine, vielleicht kleine Punkte. Ja. Der Amtsinhaber, dem hat man auch verwehrt, dass in der Ausschreibung drinne steht, der Amtsinhaber bewirbt sich wieder. Normalerweise, wenn Gemeinderat, ein Gremium hinter seinem OB oder Bürgermeister steht, dann steht es in der Drucksache wieder drin für die Ausschreibung, und es stand halt nicht drin. Das Gremium hat ihm diesen Satz verwehrt. Und damit waren das sind alles so Kleinigkeiten gewesen, die dann sozusagen das große Ganze ausmachen. Ja, ja. Und bei seiner Rede, da habe ich nicht viel mitbekommen. Ich habe nur eben so wahrgenommen, okay, es ist nicht so viel Applaus da wie bei mir. Und damit war schon mal, ja, jeder kleine Erfolg, den findet man natürlich gut. Und man hofft, man kommt zu seinem Ziel ein bisschen näher. Ich muss so ein paar zwei, drei Sätze zu dieser Kandidatenvorstellung sagen. Also erstens mal, wir haben wirklich sehr intensiv an dieser Rede gearbeitet. Stefan hatte die perfekt drauf, die Rede. Ich saß in der ersten Reihe und habe diese Rede zugehört und hatte wirklich 15 Minuten wirklich Gänsehaut, weil diese Rede wirklich perfekt war. Also ich bin Rhetoriker, Dietmar Till, der einzige Rhetorikprofessor in Deutschland, sitzt hier, wir sind uns einig, es gibt die perfekte Rede nicht. Ja? Die perfekte Rede ist sozusagen eine Illusion, aber die Rede war wirklich, die war genagelt auf den Zentimeter, ja? Die war wirklich optimal. Und also ich saß da drin und dachte, es kann jetzt nicht sein, dass er die wirklich frei und komplett perfekt hält. Und dann kam dann der Amtsinhaber, Wolfgang Lützner, und er kam auf die Bühne, sichtlich angefasst, und begrüßte das Auditorium mit den Worten: Liebe Blödlinger. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich habe auch zu dir immer gesagt, an diesem Abend gewinnt man keine Wahl, aber an diesem Abend kann man eine Wahl verlieren. Und ich bin schon sehr davon überzeugt, dass Wolfgang Lützner an diesem Abend die Wahl verloren hat. Er hat nämlich eine sagenhaft schlechte Rede gehalten. Also ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber also wirklich, es war ein erheblicher Unterschied zwischen diesen beiden Reden. Und was vielleicht spannend ist, diese Geschichte kann nur ich erzählen, die kannst du nicht erzählen. Ich habe mir was angeeignet, weil ich bin immer bei diesen Kandidatenvorstellungen dabei und mich kennt ja keiner. Also ich bin da inkognito und niemand weiß, dass ich dort irgendeine Funktion habe in dieser Sache. Und wenn die Veranstaltung vorbei ist, gehe ich immer ins Foyer und mische mich unter die Leute. Und schwätze mit den Leuten und rede mit denen und stelle mich neben Gruppen und lausche und höre zu. Und habe dann wirklich mit Leuten gesprochen, habe gesagt, und wisst ihr jetzt, wen sie wählt? Ha ja, der Belz, der ist schon Klassiker. Hat man überall gehört. Ja, warum? Der hat frei gesprochen. 15 Minuten frei, sagenhaft. Und was ist bei Ihnen hängen geblieben, habe ich dann manchmal gefragt. Aber inhaltlich, wen finden Sie inhaltlich besser? Hat es mit dem Bürgerticket für 1,30, das ist klasse. Kommt am 15.12., wenn wir ja gut sind. Kommt am 15.12. Ich habe es so oft an diesem Abend gehört. Ähnliches. Bürgerticket für 1,30. Also ja. Für diejenigen von Ihnen, die in meiner Rhetorikausbildung sind oder diejenigen, die ab und zu eine Rede halten müssen, von einer 15-minütigen Rede bleiben zwei Dinge übrig. Er hat freigesprochen und Bürgerticket für 1,30. Und damit ist alles gesagt, was es zu dieser Rede zu sagen gibt. Aber ein großartiger Eindruck ist geblieben. Ja? Ja. Und ich glaube, so hat sich das dann irgendwie beschleunigt nach diesem Abend, oder? Ja, das hat sich auch beschleunigt. Das hat man dann auch an den Infoständen gemerkt. Ich bin ja wirklich immer so von einem Wochenmarkt zum anderen immer gehetzt förmlich. Und der Zuspruch war eigentlich immer sehr gut. Und man beobachtet ja dann auch so ein bisschen seine Mitbewerber bei der ganzen Geschichte. Und beim Amtsinhaber, da war meistens eher etwas ein bisschen Ablehnung oder die Leute haben sich ausgekotzt bei ihm. Ja, das ist natürlich immer etwas, ja, etwas schade für den Amtsinhaber. Für mich hat es natürlich immer wieder bestätigt. Und es war gesetztes Ziel, am Wahlabend so nah wie möglich von hinten, von unten kommend an den Amtsinhaber heranzukommen und dann nochmal alle Kräfte bündeln und wir hatten 3 Wochen dann bis zum zweiten Wahlgang oder bis zur Neuwahl, wie es richtig heißt, in dieser Zeit dann auch wirklich ja, richtig reinzubuttern. Ja, und jetzt habe ich noch 5000 Wahlprogramme daheim, weil es nicht mehr notwendig war. Weil es keine Stichwahl gab. Also es war schon, vielleicht ganz kurz zu dem Bürgerticket, weil das war wirklich, das ist auch etwas, wo ich am meisten angesprochen werde, auch heute noch. Also es nennt sich, ich habe geworben auf einem Plakat für ein Stadtticket 1,30. 1,30 Euro innerhalb von den Gemarkungsgrenzen zu fahren, weil das ist das VVS-Kurzstreckenticket und mit dem Kurzstreckenticket kann man nur bloß 3 Busstationen fahren und ich bin der Meinung, das sollte man eigentlich auch in
der ganzen Stadt fahren können. Jetzt ist so ein bisschen, als ich dann gewählt wurde, dann wurde ich natürlich gleich mit den Problemen konfrontiert oder mit den verschiedenen Abhängigkeiten, wenn man sowas will. Neben dem Geld spielt auch noch eine Rolle, dass das nur mit Sindelfingen geht, weil wir ein gemeinsames Buslinienkonzept haben. Das heißt, unsere ganzen Buslinien, die sind da vor 3 Jahren europaweit gemeinsam ausgeschrieben worden, weil man schon seit jeher auch das gemeinsam macht. Das ist auch richtig, weil wir sind im Endeffekt, wenn man vom Weltraum aus auf Böblingen-Sindelfingen guckt, dann ist das ein urbanes Gebiet, ein Stadtgebiet. Daher den ÖPNV zusammenzudenken, ist auch richtig. Und mein Kollege in Sindelfingen, da war er dabei, Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Stuttgart, mit dem VVS aufzunehmen. Und der VVS hat es, jetzt gibt es in Ludwigsburg, in Esslingen gibt es jetzt schon solche Stadttickets. Und die haben jetzt natürlich gesagt auch, ja, wir wollen jetzt nicht überall Kraut- und Rübenacker haben, sondern wir wollen schon, dass es einheitlich in allen Städten ein gleiches Angebot gibt. Und das Angebot heißt halt jetzt Tagesticket für 3 Euro und Gruppentagesticket für 6 Euro. Tagesticket für 3 Euro, weil 90% der Leute, wenn sie irgendwo hinfahren, dann fahren sie auch wieder zurück. Das heißt, da ist auf jeden Fall schon mal was gewonnen. Das ist sozusagen der politische Konsens, den man dann erreichen konnte. Wobei ich jetzt noch nicht mich zu weit aus dem Fenster lehne. Am 22. Mai entscheidet die Stadt Böblingen über das Stadtticket, aber die Vorbereitungen waren schon ganz positiv und kurz nach der Kommunalwahl entscheidet dann noch Sindelfingen darüber und dann können wir es eigentlich einführen am 15.12. Ja, und dann gibt es in Böblingen das Stadtticket endlich für 3 Euro Tagesticket. Gesagt, getan. Gesagt, getan, genau. Ja. Insiderwitz, das ist, war der Wahlkampfslogan von dem Amtsinhaber, gegen den Stefan gewonnen hat. Er hat den Wahlkampfslogan gesagt, getan. Und wir haben gesagt, gut, danke, dann kann er jetzt ja gehen. Ja. Ja. Damit ist abgefrühstückt. Ja. Also ich denke mal, wichtig ist, dass man nochmal nächste Schritte Das Kopf reicht hat, halt nicht gesagt, getan, sondern man braucht schon die gewisse Vision. Das ist ja auch so eine Motivation gewesen, warum ich mich beworben habe. Weil ich gesehen habe, wie in meiner Heimatstadt 8 Jahre lang Dinge vom Vorvorgänger umgesetzt wurden, wo Grundsatzentscheidungen getroffen wurden. Wir haben eine sehr stark frequentierte Straße, eine Fußgängerzone da dann umgewandelt. Das war natürlich alles in der Umsetzungsphase bei meinem Vorgänger. Aber es sind keine neuen Ideen entstanden, die man dann erst in 5, 6 Jahren sieht. Das ist natürlich das, woran ich jetzt arbeite. Was muss man jetzt für Weichen stellen, was man dann in 5, 6 Jahren sieht? Also wo es in der Stadtentwicklung weitergeht. Weil wenn es heißt, wir sollen mal schön 1000 neue Wohnungen bauen, ich meine, die stampfen wir jetzt nicht aus dem Boden raus, da müssen wir so Grundsatzentscheidungen auch treffen. Und die finde ich, die konnte ich jetzt so in den ersten 15 Monaten ganz gut mit diesem Gremium auch treffen. Muss auch sagen, ich habe echt einen tollen Gemeinderat. Ich mag die Menschen sehr und ich mag auch den konstruktiven Dialog mit ihnen und wir haben echt viel auf die Reihe gebracht. Also die Verwaltung beklagt sich eher tendenziell ein bisschen bei mir. Naja, schon viel, was da jetzt gerade auf uns zurollt. Ja. Aber ich meine, dafür sind wir ja da. Ja. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückgehen, weil den ganz entscheidenden Moment in deinem Wahlkampf, den haben wir noch nicht besprochen, nämlich den Tag der Wahl. Also ich weiß, wie es mir ging an dem Tag. Wie ging es dir an dem Tag? Also ich war mittags Kaffee und Kuchen, also Kaffee trinken und Kuchen essen. Du hast keinen Wahlkampf mehr gemacht? Also nein, am Tag der Wahl war ich nicht mehr. Bis am Tag vorher und dann? Ja, das war eigentlich ein schöner, das war, glaube ich, der erste Tag, wo ich nicht mehr Wahlkampf gemacht habe nach, keine Ahnung, gefühlt einem halben Jahr. Und ich bin mit meinem Lebensgefährten, haben wir gesagt, wir gehen jetzt Kaffee trinken, Kuchen essen in einem guten Café in Böblingen. Dann haben wir das gemacht. Davor waren wir noch wählen und dann haben wir uns getroffen. Es hieß ja dann, ich glaube, bis um 18 Uhr hatten die Wahllokale offen. 6:30 erwartet man das erste Ergebnis. 17:30 haben wir uns getroffen auf der Alba-Brücke. Genau. Es hat leicht geschneit. Dann sind wir ins Fraktionszimmer der Grünen gegangen, um dort mal in kleinem Kreis, ich kann das nicht brauchen, wenn dann 1000 Leute um mich rum sind und alle schwirren rum wie in so einem Wespennest. Dann haben wir das in Ruhe mal erwartet. Am Anfang waren wir zu viert und dann hat einer den Saal verlassen. Irgendwie. Er konnte es nicht mehr aushalten. Er muss jetzt runter in den Sitzungssaal, wo große Übertragung war und alles. Ja. Und wir haben natürlich dann die Ergebnisse verfolgt. Und ich kann mich noch an das erste Ergebnis erinnern. Ja. Belz 47%. Und das andere weiß ich nicht mehr. Aber dieses 47%. Und dann ging das natürlich weiter, wo nach und nach die Wahlbezirke ausgezählt wurden. Dann plötzlich sprang es mal auf 54%. Und dann hat sich's am Schluss auf 51,3% Ich muss dazu sagen, wir hatten keinen direkten Zugang zu den Wahlergebnissen, sondern haben nur über WhatsApp 2 getrennte Handys mit WhatsApp quasi die Ergebnisse bekommen. Ja. Und ich bin, ich war sehr aus dem Häuschen. Also ich bin jemand, wenn sowas passiert, ich werde dann immer aufbrausender. Ich war total aus dem Häuschen und du bist immer ruhiger geworden. Ich weiß noch, du saßt da, ja,
ganz in dich gekehrt. Und ich, Stefan, du gewinnst es. Und dann sagt er zu mir, Lorenz, ich war immer fair zu dir, aber jetzt halt einfach mal die Klappe. Das weiß ich noch, ja. Und dann war, dann kam das Endergebnis auf meinem Handy als erstes an, Endergebnis 51,3. Und da hat gesagt, ich freue mich noch nicht, ich warte, bis es von einer zweiten Quelle bestätigt wird. Und dann kam die zweite Quelle 51,3. Und was dann passiert, das bleibt in diesem Raum, ja, glaube ich. Genau. Aber war schon irre, oder? Also das war echt irre. Und vor allem, ja, man ist dann natürlich auch in den großen Sitzungssaal im Rathaus gegangen, wo ja die große Übertragung war, wo dann alle Mitbewerber auch da waren. Und ja, es war natürlich auch, das war eine Situation, die kannte ich vorher nicht. Auf einmal wird einem gleich ein Mikrofon unter die Nase gehalten, Kameras. Blumenstrauß. Ja, man ist eigentlich vollkommen überfordert in der Situation, wenn man das nicht noch schon mal mitgemacht hat. Und klar, ich hatte das, dann habe ich natürlich Besuch vom Kollegen aus Tübingen bekommen, ja, zur späteren Abendstunde noch. Das hat mich auch wahnsinnig gefreut. Und der Landrat, an dem Tag war ja noch Wahl in Rutesheim. Und der Landrat hat gesagt, gut, Böblingen ist wichtig, da bin ich dann da, aber da wird es eine zweite Wahl geben. Und dann hat er wohl in Rutesheim, also da war der erste Landesbeamte da und hat erst mal gratuliert. Und dann aber der Landrat ist dann auch noch am Abend zur Wahlparty gekommen und hat gratuliert. Dieses unerwartete Ergebnis, ich glaube, das hat dem Ganzen auch noch diese Besonderheit gegeben. Ja, das war schon, es war einfach unglaublich. Und ich habe dann, als ich die Amtsgeschäfte im 1. April aufgenommen habe, ich war ja dann nicht gleich OB, sondern Amtsverweser, weil ja unsere Spaßkandidatin, ich nehme ihren Namen nicht in den Mund, den Gefallen tue ich ja nicht, die hat ja dann gleich die Wahl angefochten. Das RP hat die Wahl bestätigt, war alles in Ordnung und dann ging es natürlich seinen juristischen Lauf, dann ging es vor das Verwaltungsgericht Stuttgart und so weiter. Und deswegen hat der Gemeinderat gleich mal in seiner ersten Sitzung einen Amtsverweser bestellen dürfen. Das ist einfach, ist so üblich, dass es dann der gewählte OB auch ist. Das war ich jetzt auch bis zum 2. Mai dieses Jahres. Ja. Also seit 2. Mai dieses Jahres kam dann das Urteil schließlich vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Also die Wahl ist gültig und alle Einwendungen, können nicht so gewertet werden, dass das Wahlergebnis in Frage gestellt werden kann. Und damit fluppte das automatisch so völlig geräuschlos am 2. Mai dann über. 25. Juli ist dann jetzt die offizielle Amtseinsetzung. Und das war, jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts. Ich wollte eigentlich nur noch mal hören, dass du wirklich noch Erinnerungen an diesem Abend hast. Die habe ich. Ja, das war, also gerade wo wir dann zur Wahlparty gegangen sind, das war wirklich ein Luftsprung, ein Freudenschrei und dann gab es natürlich Freibier, Freicocktails, alles aufs Haus. Das war einfach, das war ich allen Unterstützerinnen und Unterstützern echt schuldig. Und es hat viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch wirklich versucht, und ich glaube, es ist mir auch in großen Teilen gelungen, so diesen positiven Spirit mit ins Rathaus zu bringen. Mhm. Dass es halt auch wirklich heißt, Leute, wir machen das für Böblingen, wir machen das für die Stadt. Und das macht ihr nicht für mich, sondern ihr macht das für die Stadt. Ich versuche die ganzen Ziele und Ideen und Visionen, die wir für die Stadt haben, die versuche ich aufzusaugen und aus der Bürgerschaft rauszuhören, was wir eigentlich so in Böblingen alles haben wollen. Probleme haben wir ja genug, aber wie sehen eigentlich die Lösungen dafür aus? Und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Bin ich auch mit dem Rathaus sehr zufrieden. Das sind taffe Leute, die da ihre Arbeit nachgehen und die das Beste für unsere Stadt rausholen wollen. Und jetzt stelle ich mir aber vor, also das finde ich spannend, also so, du hast jetzt die Wahl gewonnen, jetzt klar, okay, du warst morgens auf und weißt jetzt, ich bin jetzt Oberbürgermeister, aber dann gibt es ja auch noch diese Übergangsphase. Hat das gut funktioniert? Ich meine, da wurde ein Oberbürgermeister abgewählt, der muss sein Büro räumen. Wie sieht das denn ganz praktisch aus? Also ich meine, von außen betrachtet, okay, da ist jetzt ein neuer OB, aber wie sieht das dann in der Innenansicht aus? Ich meine, du hattest ja auch außer deiner Arbeit im Gemeinderat ja keine Verwaltungserfahrung. Du wusstest nicht, also stelle ich mir vor, im Detail, wie funktioniert jetzt das genau? Wie waren so die ersten Tage und Wochen für dich? Also ich habe mir dann, ja eigentlich bevor es dann losging am 1. April oder 2. April, habe ich dann diverse Termine schon mal im Rathaus gehabt, einfach um schon mal ein paar Dinge im Vorfeld abzuklären.
Einrichtung eines E-Mail-Postfachs, man kriegt ein Diensthandy und so weiter. Und da wurde ich auch immer gefragt, was ich will. Und ich sagte, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich jetzt genau will. Also von dem her mal alles so lassen, wie es ist. Ich komme jetzt erstmal an am 2. April und dann sehen wir weiter. Und ganz wichtig war mir auch, das hat man halt in der Vergangenheit auch gemerkt, dass das nicht so richtig harmoniert hat, das Zusammenspiel mit den anderen Dezernenten. Das war schon immer eher ein bisschen spannungsbehaftet. Und mir ist brutal wichtig, auch diesen Teamgedanken in der Rathausspitze weiter zu verfolgen. Ja, disziplinarisch bin ich der OB und derjenige, der am Schluss das Sagen hat. Aber diese ganzen Entscheidungsprozesse, denen gehen ja auch Diskussionen und spannende Gespräche voraus. Und deswegen habe ich auch immer meinen Dezernenten, meinem ersten Bürgermeister und meiner Baubürgermeisterin gesagt, eure Meinung ist wichtig. Ja, Steve Jobs hat einmal einen ganz entscheidenden Spruch rausgelassen, den finde ich toll. Wir stellen Leute ein, nicht damit wir ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern sie sollen uns sagen, was wir tun. Und da muss man natürlich rausfinden, wer ist dafür geeignet, wer lieber nicht. Aber ich habe wirklich sehr gute Dezernenten. Das macht Spaß, über die diversen Themen dann auch zu sprechen. Ja, und mit denen war dann gleich mal Kennenlernrunde in den Dezernaten angesagt. Wir haben 3 Dezernate in Böblingen im Rathaus, 13 Ämter. Ein Eigenbetrieb und 4 Tochtergesellschaften, alle kennenzulernen, Leute Hände zu schütteln. Ich habe dann gleich mal vollmundig gesagt, ich möchte Ihnen allen die Hand schütteln. Es geht natürlich nicht bei 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei einer Teilzeitquote von über 50%. Das heißt, der eine ist dienstagvormittags nicht da, der andere ist freitagvormittags nicht da. Also habe ich mal einen Rundgang gemacht. Ich würde sagen, Rundgang durch die Rathäuser. Also wir haben ein altes Rathaus und ein neues Rathaus direkt nebeneinander und bin da mal durchgelaufen, besuche jetzt gerade die Kitas, unsere Schulen. Das ist aber ein Projekt für die nächsten Jahre, weil es doch relativ viele solche Einrichtungen gibt. Und ich würde mal sagen, gut, aber bei so einer Betriebsversammlung schüttelt man auch auf einen Hieb mal Hände. Und wichtig ist, dass die Leute das Gefühl haben, mir kann man was sagen. Also ich bin nicht beratungsresistent. Mhm. Wie die Entscheidung aussieht, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich will schon, wenn wir irgendein Thema haben, ich möchte möglichst viele Informationen dazu haben. Und dann, wenn wir möglichst viele Infos dann auch haben, dann können wir Entscheidungen treffen. Dann können wir das gewichten und das muss einfach klar sein. Und ja, das waren dann so mal am Anfang angesagt. Und klar ist, die wesentlichen intensiven Sitzungen und Gespräche ist dann mit den Amtsleitern. Ja, die Amtsleitern sind so, sagen wir wirklich, auch spielen eine ganz wichtige Rolle. Ich habe dann auch ein Seminar besucht, frisch gewählt als Oberbürgermeister. Plötzlich OB was tun. Plötzlich OB was tun, ja. Und bei solchen Seminaren lernt man dann auch andere frisch gewählte Bürgermeister kennen. War sehr spannend, von der Hochschule Kehl war ein Professor da, der dann auch Statistiken aufgelegt hat, wie du es eingangs gesagt hast, wer wird eigentlich gewählt als Bürgermeister oder als OB. Und meistens gibt es immer so eine gaussische Glockenverteilung, eine Glockenkurve. Also ich war immer entweder ganz links am Rand oder ganz rechts am Rand. Also es war schon was Besonderes. Das war schon was Besonderes. Ja, ja, ja. Also woher kommt eigentlich ein OB, warum wird er gewählt? Das waren bei mir immer alles irgendwie, nee, das war es eigentlich nicht, was so die breite Mitte war, sondern es war immer so am Rand orientiert. Ja, deswegen ja. Ist es ja auch wirklich was Besonderes. Aber gerade nochmal dazu, ich mache nochmal einen Schritt zurück. Also ich finde es super spannend, was du machst, aber dieser Wahlkampf, der war ja schon sehr besonders. Ich habe das so erlebt, also ich habe dich so erlebt, dass du die ganze Zeit Mordslust auf diesen Wahlkampf hattest und echt Spaß hattest am Wahlkampf, aber man hat dir nicht so richtig angemerkt, glaubst du es eigentlich oder glaubst du es nicht? Ja? Ja, ich hatte irgendwie so das Gefühl, du glaubst aus Prinzip dran. Aber also einfach, ich glaube jetzt dran, weil es sein muss. Ja? Ab wann hast du denn wirklich gedacht, wo war der Moment, wo du gedacht hast, das können wir wirklich holen? Das war bei einem Infostand am Semmerdamplatz. Nach der Kandidatenvorstellung, ja. Nach der Kandidatenvorstellung? Nach der Kandidatenvorstellung. Also davor hast du einfach gesagt, ich mache das jetzt aus Prinzip, aber... Ja, wir haben eine Strategie, wir haben einen Plan. Der läuft gut, der läuft sehr gut. Bin zufrieden damit. Wir haben auch lustige Momente erlebt. Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist das Beste, was man machen kann. Steht man in ganz vielen Wohnzimmern, wenn es sein muss. Ja. Oder wenn es gerade nicht sein soll. Ja, eigentlich. Oder wenn es nicht sein soll. Also man lernt geschmackvolle und geschmacklose Einrichtungen kennen. Aber es ist ein Erfolgsrezept. Es ist ein Erfolgsrezept. Kann ich allen nur empfehlen, Tür-zu-Tür-Wahlkampf auch zu machen. Und vor allem auch vielleicht diese kleine Anekdote die kleine Anekdote noch am Rand. Wir haben ja einen Workshop gemacht, damit wir auch das Team, was bis dahin da war, waren so, glaube ich, 20, 25 Leute. Da haben wir einen Workshop gemacht, wie macht man Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Also nicht die halben Stunden Diskussion an der Haustür, sondern kurz, knackig, hallo,
und hier Wahlprogramm in die Hand drücken, schönen Tag noch und weiter geht's. Meistens wollen die Leute auch gar nicht gestört werden, sondern nehmen es entgegen und der kurze, freundliche, sympathische Kontakt. Und da hatte ich, weil ich das schon vorher mal gemacht hatte, Tür-zu-Tür-Wahlkampf, da habe ich ja, eine Frau aus dem Wahlkampfteam mitgenommen, die gesagt hat, ja, ich möchte gerne mit dir mitlaufen. Da habe ich gesagt, ja, mach mal. Bei diesem Workshop, ja. bei dem Auftakt-Workshop. Es hat auch leicht geschneit, ich erinnere mich noch. Es hat stark geschneit, ja. Es war eigentlich das schlechteste Wetter. Ja. Und da haben wir aber gesagt, jetzt machen wir mal 2 Stunden Probe. Ja. Jeder darf mal. Und da sind wir an ein Haus hingedappt. Es war ja also eine Frau etwa 50 Jahre alt. Und da haben wir geklingelt an der Tür und da macht ein junger Mann nur in Boxershorts bekleidet auf, der gerade aus der Dusche gesprungen ist, weil es an der Haustür klingelt. Und ich, hier mein Wahlkampfflyer. Und da hat sie gemeint, ist das immer so? Ja, genau. Ja? Also sie war völlig, völlig beeindruckt davon, ja, wenn man an der Haustür klingelt, dass man dann von einem jungen Mann plötzlich empfangen wird. Und der kommt zurück und erzählt mir, gerade die Situation hat man. Man muss es so erzählen, wenn ich so einen Workshop mache, so einen Tür-zu-Tür-Workshop, dann werden ja alle quasi nur erdenklichen Situationen durchgespielt. Was ist, wenn die Kinder hinten schreien? Was ist, wenn das Essen? Was ist, wenn die keine Lust hat? Was ist, wenn mir ein Mann in Boxershort die Tür aufmacht? Ja. Ja. Und dann diskutiert man das so drüber, wie man dann mit so einer Situation umgeht. Und er kommt zurück und hatte prompt einen Mann. Dann hat man prompt diese Situation. Prompt diesen Mann in Boxershort. In den Unterhosen steht plötzlich jemand vor einem. Ja. Ja, und das war dann, war eigentlich dieser Tür-zu-Tür-Wahlkampf, das war wirklich geprägt auch von, bei mir persönlich, von tollen Momenten. Und wir hatten auch wirklich sehr engagierte Mitstreiter dabei, die Tür-zu-Tür-Wahlkampf gemacht haben. Aber tatsächlich war es, also es war immer sehr freundlich. Also ich hatte selten, ich hatte eine einzige bei diesen Hunderten von Türklingeln, die ich hier geputzt habe, hatte ich eine einzige Erfahrung, wo es hieß, sie wähle ich nicht, ich wähle den Amtsinhaber. Eine einzige. Und sonst waren alle, haben sie entweder neutral entgegengenommen oder sie waren sehr positiv. Ja. Wir haben diesen Tür-zu-Tür-Wahlkampf nur als Zeitinfo wissenschaftlich begleiten lassen und haben herausgefunden, dass mindestens 1% der Stimmen, die du bekommen hast, nur durch Tür-zu-Tür-Wahlkampf gekommen sind. Rein rechnerisch hättest du also, wenn du keinen Tür-zu-Tür-Wahlkampf gemacht hättest und wir den Multiplikatoreffekt ausklammern, mit, glaube ich, 30 Stimmen über den Durst gewonnen. Also ganz knapp Entscheidung wäre es gewesen. Wobei man ja davon ausgehen muss, dass es einen Multiplikatoreffekt gibt, der sozusagen nicht in der Statistik abgebildet werden kann. Das heißt, der Tür-zu-Tür-Wahlkampf hat dich über die 50% gelupft. Das ist richtig. Also wenn du das sagst, dass es wissenschaftlich fundiert ist, ja, dann glaube ich da dran. Ja. Haben wir doch mit dem Sebastian Reinkunz haben wir das genau. Also von dem her, das ist eine tolle Sache, aber auch aus einem anderen Blickwinkel. Nämlich wir haben jetzt ja gerade Kommunalwahl und jetzt haben wir auf der grünen Liste auf einmal Leute stehen, die einfach mit mir während des Tür-zu-Tür-Wahlkampfs in Kontakt gekommen sind. Und das finde ich super. Also von dem her hat natürlich das auch einen Mehrwert dann wieder gehabt für den, ja einfach jetzt nur für den Grünen Ortsverband in Böblingen. Und das fand ich dann eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt nochmal auf den Punkt zu sprechen zu kommen. Sömmerda-Platz, genau. Da war es eigentlich das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, das könnte schon spannend werden. Ja? Weil sonst war ja immer wirklich so, wie weit wird wohl der Abstand sein? Wird es 1% sein? Wird es 10% sein? Was machen wir eigentlich, wenn ich bloß bei 18% lande? Das waren ja auch immer so Szenarien. Kommt wieder die Entscheidungsmatrix des Ingenieurs. Ja? Was ist, wenn? Und dann auf diesem Sömmerda-Platz war halt tatsächlich so die Erfahrung, der Herr Lützner stand halt doch immer recht ein bisschen einsam da. Und ich war halt permanent immer mit den Leuten im Gespräch, habe mein Wahlprogramm, das liegt jetzt da vorne, Caro, könntest du es mir mal vorgeben? Genau, das ist dieses ominöse Wahlprogramm, Zukunft findet statt. Böblingen kann mehr, mein Programm von 2018 bis 2026, das habe ich dann immer den Leuten gleich in die Hand gedrückt, meistens auch Gummibärchen, Taschentücher dabei, alles, was man so für die kalte Jahreszeit braucht. Und kannst du nochmal zeigen vielleicht. Ja. Und da hatte ich dann wirklich auch das Gefühl, das könnte echt was werden. Da tun sich jetzt wirklich reale Chancen auf. Und da hast du zum ersten Mal gedacht, das kann klappen. Ja. Und gab es den Moment, wo du gesagt hast, das wird jetzt? Nee. Nee? Nein. Ich bin, als ich angetreten bin, oder als ich mich für die Kandidatur entschieden habe, habe ich meine Wahrscheinlichkeit bei 30%. Jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich das ungern nach außen getragen. Ich habe meine Wahrscheinlichkeit irgendwo so bei 30% eingestuft. Okay, ich deutlich drunter. Ja. Das war dem, ich weiß, 5%. Und
dann ist so nach und nach, also dort an der, nach diesem Punkt am Sömmerda-Platz, da war dann tatsächlich, okay, es steigt mal so langsam auf 50-60%. Ich glaube, dass das was werden könnte. Ich glaube wirklich dran, dass das was werden könnte. Und da war aber natürlich das Problem, es war ja nicht nur immer der Amtsinhaber, da gab es ja eben noch diesen anderen Mitstreiter, der einem auch das Leben nicht immer ganz leicht gemacht hat, was dann eher so ein bisschen banale Sachen war, die einfach ihr Großplakat direkt vor Mainz gestellt haben. Ja, das und dann muss man sich da streiten und mit dem Ordnungsamt und alles Mögliche. Das waren dann so kleine Nebenkriegsschauplätze, die man hatte. Aber die haben alle gut geschaukelt. Und damit war es dann am 4. Februar, war es dann gerissen. Gut, jetzt springen wir mal wieder nach der Wahl. Weil eine Sache, die mich schon, also die mich schon nicht nur als Wahlkämpfer, sondern auch einfach als Demokrat sehr beschäftigt, ist die Frage, wie viel Macht hat denn ein Politiker wirklich? Ich habe neulich wieder ein spannendes Buch gelesen, ist gerade ein Bestseller von Dirk Müller, das ist ja Börsenexperte. Und der schreibt eigentlich sehr deutlich, die Macht in diesem Land haben nicht die Politiker. Die Macht in diesem Land haben Netzwerke, die bestehen natürlich auch zum Teil aus Politik, aber eben auch sehr stark aus Lobbyverbänden, aus Wirtschaft. Also die Macht in diesem Land haben Menschen, die wir überhaupt nicht kennen und die wir nie gewählt haben. Wenn ich jetzt nach Böbling gucke, ich lese ja immer Zeitung, ich verfolge das ja sehr, was du machst. Da habe ich schon den Eindruck, du hast unglaublich viele Möglichkeiten, was zu gestalten. Wie viel Macht hast du wirklich? Eigentlich hat die Macht der Gemeinderat. Also der Gemeinderat entscheidet, wenn wir einen Vorschlag von der Verwaltung einbringen, dann entscheidet der Gemeinderat, machen wir oder machen wir nicht. Klar gibt es bestimmte Spielräume oder der Gemeinderat räumt einem Grundsatz, wie viel Geld darf man ausgeben, in der Zuständigkeitsordnung hält man fest, wie viel darf der OB selbstständig verfügen. Aber wenn es einfach um Bebauungspläne oder auch um Straßenbauprojekte und alles Mögliche geht, dann entscheidet am Schluss immer der Gemeinderat. Der Gemeinderat hat das Königsrecht auch über den städtischen Haushalt. Und wenn der Gemeinderat da nicht mitmacht, dann ist man eigentlich ein zahnloser Tiger. Ich glaube, was man als OB macht, man ist irgendwie, ich verstehe mich nicht, so wie es man häufig in der Hierarchie sieht oder in sämtlichen Organigrammen, da steht der OB, da kommt lange nichts, da kommen Dezernenten, da kommen Ämter. Das ist so natürlich in der hierarchischen Vorstellung vielleicht auch so ein bisschen eine Wunschvorstellung, aber tatsächlich verstehe ich eher den OB als einen, er wird nicht so ein bisschen mehr als ein Moderator, sondern schon auch ein Initiator und natürlich auch ein ganz starker Fürsprecher für bestimmte Haltungen und Positionen, die er dann gegenüber dem Gemeinderat vertritt und nicht nur gegenüber, sondern auch mit dem Gemeinderat zusammen. Und dieses Vorbereiten, was können wir eigentlich machen, also da muss man einfach mit ganz vielen Menschen reden. Ja, das ist, und eben dann mit den richtigen Menschen, also mit den Influencern auf Neudeutsch, diejenigen, die eben was zu sagen haben. Das fällt natürlich bei manchen komplexen Themen, wenn wir unsere Altstadt zum Beispiel, sind wir gerade dabei, unseren Schlossbergring, also Böbling-Schlossberg, und oben steht eine schöne Stadtkirche drauf, die wieder aufgebaut wurde direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, so als auch als wichtiges Symbol des Wiederaufbaus. Jedenfalls, da war früher blühendes Leben, viel Einzelhandel, der ist jetzt nach und nach, rauscht er seit 20 Jahren den Bach runter und man hat sich entschieden, da will man was tun. Und jetzt sind natürlich ganz viele Belange betroffen. Einzelhändler sind betroffen, Verkehrsteilnehmer sind betroffen, Autofahrer, Radfahrer, der ÖPNV, die Fußgänger. Dann sind einfach allgemein die Bürgerschaft ist betroffen, weil sie vielleicht dort gern spazieren gehen möchte oder vielleicht doch nicht spazieren geht, weil es viel zu viel Parkverkehr gibt oberirdisch. Und da sind ganz viele Belange betroffen. Und das gilt es jetzt so ein gutes über ein Netzwerk, eben ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie weit können wir eigentlich gehen. Weil ich kann natürlich auch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ich sage auch immer, das, was ich persönlich will, das ist vielleicht mal völlig, das haben mir manche auch schon gesagt, ich finde es ja super, was Sie machen. Aber Sie sagen so selten was meinen Sie jetzt dabei? Und ich sage meistens immer, das ist völlig egal, was ich jetzt meine. Wichtig ist, dass wir nachher eine tragfähige Lösung dazu hinbekommen und dann ist auch meine Meinung. Natürlich habe ich eine Meinung, ich habe zu allem eine Meinung, aber die spielt im Vordergrund keine Rolle und das hat mein Vorgänger anders gemacht. Der hat immer sehr konfrontativ seine Meinung nach vorne gestellt und die wurde dann häufig vom Gemeinderat zerflattert, zerrissen und dann waren dann nachher alle unzufrieden, weil man keinen Beschluss hinbekommen hat oder weil was abgelehnt wurde. Ich muss sagen, ich habe außer eine nicht öffentliche Personalentscheidung, mehr sage ich jetzt nicht, ich habe eigentlich alle Beschlüsse bekommen in den letzten 15 Monaten und da waren einige Sachen dabei für 120 Millionen Euro Schulsanierung, jetzt gerade unsere Kitas werden ausgebaut, 500 Plätze in den nächsten 3 Jahre für 60 Millionen Euro. Also da steckt richtig Musik drin, ja, für einen Haushalt von 130 Millionen Euro. Da steckt richtig Musik drin und diese Entscheidungen, da muss man mutig sein, das zu machen. Aber Mut allein reicht nicht aus, also mutig sind wir alle irgendwie ein bisschen. Aber Mut muss sozusagen das Kollektiv sein. Also das Gremium muss mutig, in Gänze mutig sein, sagen, diesen Schritt, der ist richtig, den zu gehen. Es bringt nichts, wenn eine Fraktion sagt, jawohl, hurra, machen wir.
und die anderen sind alle dagegen, sondern überall sich die Zustimmungen und rausholen. Und ich meine, dass mir das ganz gut gelungen ist, so ein Gespür dafür zu haben, wie die Vibrations sind im Gremium und darauf auch einzugehen. Ja. Super, also das heißt, von außen betrachtet wirklich ein Traumstart, schon unheimlich viel angegangen. Dein Wahlprogramm, also ich kenne es ja, aber da ist schon ganz schön viel davon angestoßen worden. Ja? Also es ist tatsächlich, ich habe mir, also wenn man da durchblättert, das gibt es natürlich hübsche Bilder, aber auch Text, gibt es auch Text drin. Und ich habe das, das ist auch für mich tatsächlich, das ist wie so ein, eigentlich eine Strategie ist es noch nicht, aber es ist für mich ein Zielplan für die nächsten 8 Jahre. Und das ist ja auch nicht entstanden, weil ich mal irgendwie abends bei einem Glas Wein tolle Ideen hatte, sondern da stecken ganz viel grüne Anträge aus der Vergangenheit drin. Da stecken aber auch Ideen, die ich von den Freien Wählern, von der CDU oder von der SPD oder von der FDP aufgegriffen habe, die ich einfach gut finde. Und dann habe ich die dort drin verarbeitet. Also könnte es eigentlich gar nicht so viel Widerstand geben. Aber der Widerstand erzeugt ist ja meistens, im Ziel sind wir uns einig, aber wie gehen wir da hin? Ja. Machen wir es in einem Jahr, machen wir es in 10 Jahren und so weiter. Der Teufel steckt da nachher im Detail. Aber ich würde behaupten, da stecken, ich liebe die Zahl 42, all diejenigen, die das fünfte Element kennen, wissen, warum. Da stecken 42 Ziele drin in dem Wahlprogramm. Die habe ich alle runtergeschrieben nach der Wahl und habe einen Zeitplan hinterlegt. Und diesen Zeitplan versuche ich einzuhalten, damit ich wirklich auch 2026, ich sage es mal so, 80% einhalten kann, was ich versprochen habe. 100% einzuhalten ist immer schwierig, weil man natürlich 51,3 haben mich gewählt, derjenigen, die zur Wahl gegangen sind. Und 48,7 haben mich nicht gewählt. Das heißt, man hat natürlich immer auch ich muss ganz stark darauf achten, was wollen eigentlich auch diejenigen, die mich nicht gewählt haben. Und wie kann man denen auch ein Angebot machen, damit vielleicht... schauen wir mal, was in 7 Jahren ist, aber falls ich mich entscheide, wieder zu kandidieren, damit natürlich da die Zustimmung höher ist. Und, oder auch die Argumentation entsprechend vorbereitet werden. Und ich würde grundsätzlich sagen, fast überall ist schon mal, wenn man das so den Status beschreibt, begonnen, in Arbeit läuft. Ja, also im Großen und Ganzen, ich persönlich bin sehr zufrieden, wie das Ganze losgegangen ist. Ich würde heute, was ich in den ersten 2 Monaten alles gemacht habe, das würde ich heute anders machen. Ja, ja. Und zwar? Naja, man ist halt schon, dadurch, dass ich dieses ganze Feld im Rathaus und wie geht man ins Gremium, das kannte ich nicht. Also sozusagen, ich kannte es aus Sicht als Mitglied des Gemeinderats und im Endeffekt ist es wie ein Theater. Vorne sitzt die Verwaltung, die Akteure und alles und der Gemeinderat diskutiert mit. Und aber hinterm Vorhang oder hinter der Bühne, was alles für Vorbereitungen notwendig sind, da sehe ich jetzt ganz gezielt hinein. Sehe auch, wo sind die Stellschrauben, wo man tatsächlich als OB auch Einfluss hat, wo man an Stellschrauben drehen kann. Und da habe ich mich am Anfang halt einfach ganz blind auf das Rathaus verlassen. Heute hätte ich an manchen Dingen eben vielleicht eine andere Haltung. Also zum Beispiel war ein Knackpunkt, wir haben wirklich diese Schulhaussanierung gleich in meine erste Gemeinderatssitzung gebracht, Anfang Mai. 125 Millionen Euro, ohne Vorberatung, das geht in Böblingen gar nicht, das wird alles in Ausschüssen vorberaten. Da wurde mir angehalten, das kriegen wir schon hin. Ich habe das einfach mal geglaubt, kriegen wir schon hin. Aber ich habe mir danach, also einige Fraktionsvorsitzende waren schon etwas sauer mit mir, dass ich sowas wage bei meiner ersten Sitzung, so ein wichtiges Thema, wo sie doch nur zustimmen können und ohne Vorberatung da reinzugehen. Mhm. Und ging es durch? Es ging durch, einstimmig mit ganz viel Diskussion. Und das war mir aber schon auch, wohlwollend eine Lehre. Mhm. Also ja, im Nachhinein. Ich würde es nicht mehr machen. Ich würde wirklich sagen, da müssen wir in die Vorberatung natürlich reingehen und das nochmal abwägen, weil sonst fühlen sich viele vor den Kopf gestoßen. Und um das geht es häufig auch im Gemeinderat, dass die Wertschätzung, dass man nicht vor den Kopf gestoßen wird, dass man mitgenommen wird. Es gibt natürlich auch so die ein oder anderen netten Vertreter im Gemeinderat, die einem immer ein bisschen mal das Leben schwer machen, aber das sind wirklich nur Einzelfälle. Klasse, ja. Wahnsinn. Also von dem her, für mich war es ein, es macht auch nach wie vor, ich stehe jeden Morgen auf, gehe dann ins Bad, habe meine Musik dabei
und starte dann eigentlich immer sehr frisch in den Tag, gucke in meinen Kalender, muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, welche Termine heute eigentlich anstehen, habe wirklich ein super funktionierendes Vorzimmer und seit 1. Januar habe ich auch ein eigenes Referat, das Oberbürgermeisterreferat, wo ich wichtige Themen platziere, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ganz nah am OB dran ist. Vorher war es irgendwo im Hauptamt, das war mir wichtig, jetzt gerade in der Anfangszeit, dass es ganz nah an mir dran ist, weil die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich auch mein Sprachrohr oder das Sprachrohr für die Stadtverwaltung. Und das war in der Vergangenheit immer ein bisschen das Problem, dass das Rathaus, die Stadtverwaltung war immer getrieben, also eher getrieben von Umständen, die in der Stadt passiert sind. Und ich möchte eigentlich gerne, dass die Stadtverwaltung mit dem Gemeinderat zusammen auch ein bisschen Taktgeber sind. Also, dass es ein bisschen ausgewogener ist und wir nicht immer nur reaktiv unterwegs sind, sondern auch aktiv in der Berichterstattung. Mhm. Ja. Klasse. Und es sind ja nicht nur die ganz großen Entscheidungen, die du triffst oder die zu treffen sind, sondern es sind ja auch Akzente und Impulse, die du setzen kannst. Ich habe gesehen, du hast ein neues Auto. Ja. Hatte doch das natürlich den Dienstwagen erstmal von meinem Vorgänger geerbt. Stadt Böblingen, Stadt Sindelfingen, da ist natürlich klar, dass Dienstwagen mit dem Stern zu fahren ist. Kann man jetzt drüber streiten, ob man es unbedingt machen muss. Ich denke, dadurch, dass wir sind in Böblingen auch sehr, sagen wir mal so, sehr konservativ geprägt. Man ist auch stolz darauf, was man an Industrie drumherum hat. Und es ist auch immer so ein bisschen vom Gespür her, ich glaube, hier würde ich auch manchen oder vielen vor den Kopf stoßen, wenn ich plötzlich keinen Daimler mehr fahren würde. Also war natürlich klares Ziel, ja, jetzt gucken wir mal nach einem Dienstwagen, wie kann ich das mit meinem grünen Parteibuch zusammenbringen? Weil bisher war es eine E-Klasse Diesel und war sehr verbrauchsarm, muss man dazu sagen, aber es war auch nicht mein Auto. Ja. Und da habe ich sehr früh den Finger gehoben beim Daimler. Ich habe vorher schon angemerkt, das Thema Brennstoffzelle hat mich schon in meiner Zeit an der Uni beschäftigt. Meine Doktorarbeit habe ich auch über Einsatz von Brennstoffzellen in der Raumfahrt geschrieben. Und von dem her, als ich die Entwicklungen verfolgt oder die Entwicklungen im Straßenverkehr, die habe ich schon eben seit 2006 auch verfolgt, da hieß es immer, in zwei Jahren sind wir in der Serie. Da hieß es immer, ja, wer baut eigentlich die Tankstellen? Ha ja, das soll das Land machen. Das Land, nee, das muss die Industrie. Die Industrie muss uns ja sagen, wo wir Fördermittel geben. Also es ist immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Daimler war dann so weit und hat jetzt einen Prototyp für die Serie, hat dann letztes Jahr im Sommer den vorgestellt oder im Herbst vorgestellt. Ich habe gleich meinen Finger gehoben, ich hätte gern auch einen. Ein Brennstoffzellenfahrzeug, ist natürlich ein bisschen ein großes Fahrzeug wiederum für einen OB, ein GLC. Aber die Technologie, die dahinter steckt, die finde ich einfach wichtig, die finde ich richtig. Eine Brennstoffzelle, die fährt mit Wasserstoff. Und nutzt natürlich noch Sauerstoff. Den Sauerstoff können wir aber aus der Luft bekommen. 20,9% haben wir ja in der Luft anteilig an Sauerstoff. Und der Wasserstoff, der muss natürlich in Zukunft dann regenerativ gewonnen werden. Es gibt jetzt rund 100 Tankstellen bundesweit. Wir haben in Sindelfingen eine Tankstelle. Du musst immer nach Sindelfingen fahren, ja, zum Tanken. Und ich finde es super. Ich finde es klasse, vielleicht auch noch ein kleiner Schwenk aus meiner Vita. Ich bin in Sindelfingen groß geworden. Also ich bin zwar in Böblingen geboren, meine ganze Familie ist eigentlich Böblinger, aber meine Eltern haben kurz vor meiner Geburt entschieden, auch in Sindelfingen, da gibt es eine günstige Wohnung, dann zieht sie nach Sindelfingen. Meine Großeltern haben auch 2 Jahre gebraucht, bis sie das erste Mal nach Sindelfingen gekommen sind. Also denk mal, das ist vielleicht Tübingen-Reutlingen, kann man das vielleicht vergleichen, nur Böblingen und Sindelfingen, die sind viel enger aneinander. Sindelfingen ist ständig neidisch, dass es Landkreis Böblingen heißt. Böblingen ist ständig neidisch, Mensch, ihr habt den Stern und alles, ihr habt doch viel mehr Steuereinnahmen als wir. Also, und man kennt vielleicht die Konkurrenz aus den 80er Jahren. Böblingen hat ein Freibad, Sindelfingen baut ein doppelt so großes Freibad. Böblingen hat eine Sporthalle, Sindelfingen baut den Glaspalast. Und so dieser Wettbewerbsgedanke, der war echt, ich würde mal sagen, unerträglich in den 80er Jahren. Ich habe mich in Sindelfingen, ich bin dort aufgewachsen, habe dort eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit auch verbracht. Und irgendwann bin ich dann wieder zurück nach Böblingen gezogen. Als es dann doch in der Dreizimmerwohnung für 3 Erwachsene ein bisschen eng wurde, und seither habe ich dann Böblingen wieder entdeckt als meine Heimatstadt. Und ich finde ganz generell, Böblingen und Sindelfingen sind für mich, es ist für mich ein urbanes Gebiet. Das gehört irgendwie so zusammen. Und auch die ganzen Kleinigkeiten, die Spielereien, die man mal hat. Zum Beispiel schön stehen Böblingen, ist der Bus nach Sindelfingen für die Sindelfinger, sagen die. Und umgekehrt macht man den Witz natürlich auch. Und uns trennt halt die A81. Aber da kriegt man jetzt ja einen Deckel drauf.
zumindest auf 800 Meter, dann haben wir viel mehr Begegnungsfläche. Ja, sehr schön, ja, sehr romantisch. Man muss auch sagen, dass mein Vorgänger hat mit dem Kollegen in Sindelfingen schon, das hat man im Gemeinderat auch gespürt, seine Schwierigkeiten gehabt. Und ist ganz klar, der Kollege in Sindelfingen, der Dr. Föhringer, er macht Politik für Sindelfingen, genauso wie ich Politik in Böblingen mache. Und da, wo wir zusammen sind, wir haben unendlich viele Zweckverbände. Und wir müssen einfach gucken, da, wo wir zusammen was machen können und was zusammen machen müssen, da müssen wir das Bestmögliche für beide Städte herauskristallisieren, herausdiskutieren. Und das macht auch, also mir macht das auch Spaß. Das ist eigentlich wie nochmal so ein anderes, so ein weiteres Gremium, was man immer dann auch mit überzeugen muss. Und das ist wirklich, wirklich eine tolle Sache. Und deshalb, mit dem Dienstwagen, ich wollte auf die Brennstoffzelle unbedingt setzen. Es hat dann ein bisschen gedauert, aber ich glaube, das Warten hat sich gelohnt. Nach dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann und unserem Verkehrsminister Winne Herrmann bin ich jetzt der Dritte in Baden-Württemberg, der dieses Auto fahren darf. Also nichts von Serie, immer noch Prototyp? Nein, sind immer noch Prototyp und das Auto hat auch ein Stuttgarter Kennzeichen, also kein Böblinger Kennzeichen, weil es ein gemietetes Fahrzeug ist. Es gibt eine Sonderzulassung für dieses Fahrzeug, weil der Wasserstoff ist bei 700 Bar gespeichert. Das sind zwei Wasserstofftanks in diesem Auto verbaut. Und ich sehe es jetzt letztlich auch der Entwicklung einfach mal nach, dass man am Anfang eher mal ein großes Fahrzeug auch haben muss, um die ganze Technik unterzubringen. Das heißt, dort ist eine Brennstoffzelle drin, die den Strom erzeugt aus Wasserstoff und dann den Elektromotor antreibt. Es gibt noch eine Pufferbatterie, das heißt, die Brennstoffzelle ist im Wesentlichen so für gewisse Grundlasten dabei. Jetzt fährt man nicht immer mit einem konstanten Tempo, sondern gibt immer viel Gas und dann ist eben die Batterie dabei, die eben die Spitzen auch noch mit abdeckt. Und gleichzeitig wird die Batterie aber wieder über Rekuperation, also bei Bremsvorgängen, mit aufgeladen. Ich finde es ein tolles Fahrzeug, das macht echt Spaß, mit dem zu fahren. Bin natürlich dann auch ein Teil oder ein Bestandteil und Verursacher für Stau, wenn wir den mal in Böblingen haben. In der Regel fahre ich zu meinen Terminen immer mit dem Fahrrad. Das ist auch das, was ich immer gesagt habe, innerhalb von Böblingen oder auch unserem Ortsteil Dagersheim. Das sind alles Fahrraddistanzen und ich fahre im Wesentlichen immer mit dem Fahrrad dann auch in der Stadt herum. Zeige aber auch gerne mit diesem Auto, dass es Technologien gibt, mit denen wir emissionsfrei unterwegs sind. Und Sindelfingen hat halt jetzt seit einem halben Jahr etwa eine Wasserstofftankstelle. Und ich finde es gar kein Makel, sondern ich finde es ein tolles verbindendes Element, wenn der OB aus Böblingen nach Sindelfingen geht, seinen Wasserstoff abzuholen. Ja. Und das Tanken ist schon allein ein Erlebnis für sich. In der Tankstelle steht direkt daneben, stehen große Gasbehälter. Bei 1000 Bar ist dort Wasserstoff gespeichert. Und dann gibt es eine Tanksäule, ganz normal hat man so eine Zapfpistole, man hat einen Swatchlock für all die Techniker, die das kennen, man hat so einen Swatchlock-Stutzen, das ist im Prinzip wie so ein Bajonettverschluss, da schließt man dann die Zapfpistole an, verriegelt die, dass alles gasdicht ist, 700 Bar ist nicht so ganz ohne, dann drückt man auf Start. Und dann passiert erstmal nichts. Beim ersten Mal dachte ich, habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber dann hieß es, solange das grüne Licht blinkt, solange es grün blinkt, ist alles in Ordnung. Dann hat es grün geblinkt, dann hat es ein bisschen tsch, tsch, und auf einmal tut es einen Schlag. Und dann ging irgendein Magnetventil auf und dann wurde sozusagen so langsam der Druck von 1000 Bar, 700 Bar auf 700 Bar dann in den Tanks im Auto betankt. Den Tankvorgang kann man nicht zu schnell machen, weil sonst vereist alles. Also all die Thermodynamiker unter uns, wenn man zu schnell einen Druckverlust hat oder zu schnell der Druck ausgeglichen wird, dann wird es kalt. Dann dauert der Tankvorgang 4-5 Minuten und dann ist man fertig. Und dann entkoppelt man das Ganze, die nette Tanksäule sagt dann, wenn man fertig ist, hängt man wieder ein und dann ist gut und dann kann man weiterfahren. Und jetzt habe ich hierher 0,8 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer gebraucht. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz gute Sache. Noch für die Techniker, in einem Kilogramm Wasserstoff stecken so etwa 33 Kilowattstunden Energie drin. Cool. Ja, also so viel ein bisschen, jetzt habe ich sehr viel. Wow. Aber wobei, ich mache ja mehr Werbung für die Technologie, weil ich finde, die Technologie ist so ein Baustein. Ich glaube, dass unsere Mobilität und das, ich möchte auch Böblingen, wir sind zwar immer noch so auch sehr, wir sind natürlich schon auch abhängig als Automobilzulieferer, aber man muss eins sagen, das große Werk steht in Sindelfingen. In Sindelfingen gehen die Gewerbesteuereinnahmen immer so, in Böblingen gehen sie eher so, weil wir eben auch noch einen guten Mix haben. Also wir sind in der Medizintechnik, in der IT sehr gut unterwegs, haben eine gute Mischung,
was unsere Unternehmenslandschaft angeht, bin ich sehr froh darüber. Aber ich möchte auch, Böblingen wird, begreift sich natürlich auch als Automobilstandort. Und man merkt, wie wichtig den Leuten das eigene Auto auch immer noch ist. Auch gerade bei den jungen Leuten, die beim Daimler arbeiten. Mir ist mein AMG unheimlich wichtig. Ich versuche da einen guten Mittelweg auch zu finden und uns auch als Mobilitätsstandort eher zu begreifen, dass Mobilität Spaß macht, von A nach B zu kommen in unterschiedlichen Formen, also zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV, ein Baustein, das günstige Stadtticket, aber auch unser Radwegeausbau, da haben wir jetzt immerhin schon mal einen Plan, wie wir bis 2025 unsere Infrastruktur, unser Radnetz dann auch mal vervollständigen, weil das war bisher immer Flickschusterei, war übrigens ja auch ein Wort aus dem Wahlkampf. Und da haben wir jetzt wirklich auch einen Plan, wie wir bis 2025 da hingehen und dieses Fahrzeug, das ist das Letzte, was ich zu dem Fahrzeug erzähl. Da ist schon so semi-autonomes Fahren möglich. Das habe ich jetzt gerade auf dem Weg hierher, wo ich über die Autobahn gefahren bin, aus Fahrt-Rottenburg. Da stelle ich dann den Abstand zum Vordermann ein, Tempomat auf 120. Jetzt war bei dichtem Freitagabendverkehr mal 120 selten der Fall, aber das Auto bremst automatisch ab. Ja, also es war, ich habe mich einfach hingesetzt, habe ein bisschen gelenkt, habe natürlich immer so rechtzeitig den Fuß am Gas, am Bremspedal gehabt, falls es doch mal nicht klappt, aber ich bin im Wesentlichen nur lenkend hierher gefahren, also auf der Autobahn. Ja. Und es funktioniert auch auf der Landstraße. Faszinierend. Also ich bin sehr gespannt, was auch die Automobilindustrie auf diese ganze Entwicklung im Mobilitätssektor als Antwort liefern wird. Und da möchte ich auch, dass Böblingen eben mit vorn dabei ist und will unbedingt dieses autonome Fahren auf unserem gemeinsamen Stadtteilflugfeld haben. Ja, wie schön, dass du solche Akzente setzen kannst. Also wirklich, wirklich toll. Also klasse, Wahnsinn. Super, also für alle, die das Auto jetzt sich nur vorstellen können, es steht draußen. Man kann es sehen und Stuttgarter anschauen. Kennzeichen. Ja. SBB und dann 1253, das ist das Gründungsdatum der Stadt Böblingen. Ja, also genau. Sie können es angucken, Sie können es allerdings nicht hören, das ist der Unterschied zu einem anderen Auto, man kann es nicht hören. Ja. Super, klasse. Bin ich neulich übrigens hinter einer Schülergruppe hinterhergefahren, die haben es nicht gemerkt, als ich hinter denen gefahren bin. Und irgendwann, so nach einer Minute, dreht sich dann mal jemand rum und ist dann ganz erschrocken, dass hinter ihnen ein Fahrzeug Aber schon fährt. Auch erschreckend, dass es nur 3 von diesen Autos in Baden-Württemberg gibt mit dieser Technologie. Gibt aber noch mehr. Aber auch schön, dass du tatsächlich eins bekommen hast. Ja. Ich glaube, das war auch nicht ganz einfach für dich. Ja. Super. Also ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich weiß nur, dass es erfahrungsgemäß viele Fragen auch aus dem Publikum gibt. Ich würde jetzt gerne die Runde öffnen, dass nicht ich der Einzige bin, der Fragen stellen darf. Also jeder, der Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Interessen hat, mag sie jetzt bitte gern stellen an unseren Gast Stefan Belz. Was gibt es für Fragen? Sind noch da? Ja. Also ich frage jetzt gleich mal als Techniker. Per, bitte. Was ist dann die Reichweite? 400 Kilometer. Also es gehen 4 Kilogramm Wasserstoff rein. Und die Lithium-Ionen-Batterie, die jetzt noch mit verbaut ist, wenn man die jetzt wenn man die jetzt direkt benutzen würde, könnte man nur 50 Kilometer etwa fahren. Also man hat so eine Reichweite 450 Kilometer. Und also das reicht. Also ich denke mal, auch für längere Strecken reicht es völlig aus. Ja. Ja. Also nur zur Info, falls du per so ein Auto haben möchtest, es ist nicht so leicht zu bekommen. Also ich habe das so am Rande mitbekommen, dass das ja doch einiges an Abstimmungsaufwand bedarf hat. Aber es gibt japanische Autofirmen, bei denen man das schon kaufen kann. Ja, das ist, genau, dann kauft möchte man ich jetzt aber nicht zu laut sagen. Nein, um Gottes Willen. Aber da kann man sich auch im Souvenirshop dann so einen Stern kaufen und vorne draufkleben. Dann, dann ist es wieder politisch korrekt. Da warte ich mal lieber ab. Ich kenne das Thema mit den Kinderkrankheiten. Gut. Ja, genau. Lass mal den Pionier, den Stefan Belz, machen. Und der testet das Ganze dann mal. Und dann kann er quasi die Verbesserung direkt an Daimler weitergeben. Und danach kann man das... So ist es. So ist es, ja. Klasse. Welche Fragen gibt es außerdem? Wir haben ja so diese Linie gemacht, gestern, heute Morgen, so ein bisschen der Wahlkampf. Also ich habe noch genug Fragen. Wenn keiner was fragt, würde ich auch noch mal was fragen. Und zwar, wenn man von dir was lernen kann, so aus diesem ganzen Wahlkampf, du bist zu mir gekommen, ich habe gesagt, Stefan, du hast keine Chance, aber du solltest es machen. Das, was man lernt von dir, ist doch, man sollte es tun, oder? Man sollte es probieren, oder? Ja. Du würdest dich doch heute ärgern, also jetzt aus heutiger Sicht sowieso, aber das wäre doch, es würde jetzt nach wie vor Wolfgang Lützner regieren, es wären dieselben Verhältnisse wie vor Jahren. Man muss es einfach machen, oder? Man muss es probieren. Auch wenn du keine Chance hast, nutze sie, oder?
Ja, und ich glaube, dass man grundsätzlich, das ist so eigentlich auch meine Empfehlung an unsere gesamte Gesellschaft, mal viel häufiger wieder Ja zu sagen. Mhm. Und nicht immer Ja, aber oder Nein. Mhm. Sich zu öffnen für Veränderungen und auch mal Dinge zuzulassen und auch die Konsequenzen mitzugehen. Natürlich war es mir klar am Anfang, diese Wahrscheinlichkeit, ich sagte 30%, aber das ist ja, das war so das Gefühl. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber irgendwann bin ich auch mal so auf den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, lass dich doch drauf ein. Und dann kommt so dieser Punkt, da ist eine OB-Wahl. Es gibt jetzt die Gelegenheit, was in 8 Jahren ist, ich habe keine Ahnung. Also meine persönlichen Planungen gehen selten auf 8 Jahre. Also ich denke mal, man kann auf 5 Jahre planen, aber alles darüber hinaus ist dann eher das Spekulative. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und das einzige Mal, wo ich tatsächlich dann ein bisschen ins Grübeln gekommen bin, wo es dann hieß, also man sagt ja immer so 1 Euro pro Einwohner. Jetzt hat Böbling 50.000 Einwohner. Man kann sich jetzt selber ausrechnen, wie viel Euro die Wahlkampfkosten sind. Das wird natürlich echt eine harte Nuss. Und dann aber, als man gesehen hat, dass Spenden reinkommen, dann ersteigt natürlich gleichzeitig der Erwartungsdruck. Und dem Erwartungsdruck dann wiederum auch standzuhalten und es mitzumachen und trotzdem weiterhin zu sagen, das ist super, das wird, ja, also an dieser Entscheidung auch festzuhalten. Das muss man dann schon durchziehen, das muss man dann schon wollen. Aber es gab auch schon echt dann so Momente, wo ich dann mal so alleine am Schreibtisch saß und dachte, oh Gott, was habe ich da angerichtet, ja. Aber ich meine, das ist ein Riesenrisiko, was man da eingeht. Deswegen, es sagt sich so leicht, vor allem wenn man jetzt gewählt ist, oder ja, sagt sich das so leicht, mach doch, hab den Mut, geh diesen Schritt. Ja. Aber da steckt ja eigenes Geld von dir drin. Da steckt, du gehst mit deinem Gesicht, mit deiner ganzen Persönlichkeit nach draußen. Du stehst in der Öffentlichkeit, machst dich quasi vor allem nackt, ja. Da gab es ja auch nichts, was geheim geblieben ist. Also es sind hoffentlich noch ein paar Sachen geheim geblieben, aber ich meine, du lebst mit einem Mann zusammen. Diese ganzen Dinge, die werden diskutiert, durch die Mangel genommen. Ja? Die Familie, das direkte Umfeld und so weiter. Also das ist ja schon ein Riesenrisiko. Und trotzdem sagst du, man sollte es tun. Auch mal Ja sagen zu etwas und die Konsequenzen auch mittragen. Ganz genau. Ja. 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 Und jetzt auch zu dem Geld. Also ich meine, das ist ja immer wieder so ein Thema, auch im Wahlkampf, da wirklich... Am Ende waren es deutlich über 50.000 Euro, die ihr als Budget hattet, einfach weil wirklich viele Spenden reingekommen sind. Das ist auch etwas, was einem Mut machen sollte. Ja? Und ich habe ja zu dir, am Wahlabend habe ich ja zu dir gesagt, du gewinnst diese Wahl. Und ich habe das ja nur, also ich bin ja außenstehender Beobachter gewesen. Und wir sind am 17.30 Uhr auf der Alba-Brücke gestanden und ich habe gesagt, Stefan, du gewinnst das heute Abend. Und ich hatte ja nichts außer diese Marker, diese Dinge. Wenn da lauter Leute kommen und sagen, ich habe einen Tag die Woche Zeit, gib mir Flyer in die Hand, ich mache Wahlkampf für dich. Ich gebe meine Tochter zu den Eltern, mach Wahlkampf für dich. Dann gehen Spenden ein wie verrückt. Dann saugt es so viel externe Energie an. Das konnte nur gewinnen. Ja. Ja? Und das ist auch dieses, ja. Ja, ich möchte es eigentlich vielleicht, deswegen bin ich auch, ich mag die USA, auch jetzt zwar nicht den Präsidenten, aber ich mag zum Beispiel diesen Gedanken, diesen American Way of Life, im Sinne von vom Tellerwäscher zum Millionär, diesen prinzipiellen Gedanken. Mhm. Das heißt nicht, dass man das tun soll, aber all diejenigen, die sich's zutrauen oder die Lust haben darauf, dass sie die Möglichkeiten haben. Und das, finde ich, hat auch ein bisschen was von Teilhabe und auch Gerechtigkeit zu tun, dass die Ausgangspositionen gerecht ausgestaltet werden. All diejenigen, die etwas tun wollen, die Ja sagen, denen die Möglichkeiten auch zu geben. Jetzt mal so ein bisschen sehr pauschal gesagt, gibt natürlich immer noch mal Bereiche, wo man das hinterfragen muss oder auch gewisse Klammern drumherum setzen muss. Aber im Grundsatz einfach bereit zu sein, vor allem auch als Mensch für seinen eigenen Lebensentwurf. Und darum geht es ja im Endeffekt auch, für den eigenen Lebensentwurf häufiger mal Ja zu sagen und weniger und die Bedenken ein bisschen weiter zurückstellen. Und das ist... Ich glaube, da man hat, wenn ich das eher so ein bisschen aus meiner persönlichen, aus dem persönlichen Erleben heraus sehe, ich bin im Grundsatz eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich bin immer noch in meiner Heimatstadt, bin in Böblingen geboren, habe in Stuttgart studiert, war mal ein halbes Jahr in Frankreich, war auf vielen Kongressreisen. Aber im Grundsatz, ich will immer wieder zurückgehen, wo ich herkomme. Das ist eigentlich auch was zutiefst Konservatives, ja. So zurückzugehen, wo man herkommt, weil es mir da gefällt, weil ich weiß, da kann ich sehr viel bewirken. Und aber Ja zu sagen, wenn sich Möglichkeiten ergeben und nicht zu sagen, ja, ist doch eigentlich so, ja, nichts ändern, alles bleibt, wie es ist, weil die Veränderung, wenn wir nicht bereit sind, mitzugestalten, dann holen uns die Veränderungen automatisch ein. Also die Welt verändert sich und dann hat man es nicht mehr in der Hand. Ja. Und man hat immer wieder Möglichkeiten, wo man sagen kann, jetzt mache ich was. Man muss natürlich immer abwägen, was passiert, wenn es nicht klappt. Ja.
sind die Konsequenzen tragbar? Das muss jeder immer noch mal für sich entscheiden. Und für mich war es beim OB-Wahlkampf schon auch klar, okay, wenn der jetzt nicht erfolgreich gewesen wäre, gäbe es viele enttäuschte Gesichter. Aber für mich war klar, da gehe ich nicht als Loser oder sowas raus, sondern das war mutig, das war eine tolle Entscheidung. Man hat auch eine tolle Zeit miteinander verbracht. Man hat, ich muss auch sagen, wir profitieren noch heute von diesen ganzen Strukturen im Ortsverband. Mhm. Also der Kommunalwahlkampf gerade in Böblingen, da läuft ja sowas von strukturiert ab. Das Wahnsinn. Kennt man gar nicht von den Grünen. Das sind natürlich alles noch so, so Erbschaften aus dem OB-Wahlkampf. Ja. Und ich denke mal, es ist auch, man gibt ja auch anderen wieder was. Und wir leben ja nicht alleine hier, sondern man hat ganz viele Mitmenschen um sich herum. Und man hat immer Leute, die machen mit. Und darum geht es eigentlich. Ja. Da ist eine Frage. Claudia. Ja. Also ich bin auch leidenschaftlicher USA-Fan. Ich freue mich gerade, dass ich hier nicht alleine bin im Publikum. Auch kein Trump-Fan. Also Ihre Infos, Sie sind jetzt noch sehr viel sympathischer, als Sie mir eh schon waren. Aber ich habe eine ganz andere Frage. Was hat sich denn jetzt explizit für Sie geändert, sowohl im privaten Bereich, also Familienkreis, Bekannten-, Freundeskreis, als auch in der Öffentlichkeit seit dem Sieg des Wahlkampfes? Ja, Stefan, was hat sich geändert, seit du OB bist, privat, beruflich? Gut, beruflich natürlich das Tätigkeitsfeld, habe ich schon zu Genüge was gesagt. Privat, wenn ich aus der Haustür rausgehe, dann bin ich OB. Dann wird man auch, wenn man mal nachts um zwei aus einem Gastronomiebetrieb nach Hause läuft, zusammen mit meinem Partner. Nö, wir haben Sperrstunde erst um drei oder um vier, ich weiß gar nicht genau. Und man kriegt von den Jugendlichen, wird man sofort erkannt, ah, der OB ist auch noch unterwegs. Ja. Ich find es nett. Und wenn man unterwegs ist, man wird natürlich auch, man steht am Edeka an der Gemüsetheke, und da klopft es so an der Schulter. Sie sind doch der OB. Ach, super. Ja. Ja. Ha, ich wollte Sie mal fragen wegen dem Zebrastreifen. Ja. Gut. Ich nehme es mit. Das wurde mir auch schon angekreidet von der CDU. Sie nehmen immer alles bloß mit. Ich habe gesagt, ja, ich nehme es mit, weil ich kann ja jetzt in dem Augenblick auch nichts ändern, ja, an der Sache. Aber ich nehme es mit, gebe es an die Amtsleiter weiter und die gucken sich das an. Und das hat sich verändert. Also außerhalb der eigenen vier Wände bin ich der OB. Und das muss einem auch bewusst sein, auch im eigenen Verhalten. Das heißt, wenn ich abends essen gehe, sei es jetzt mit Freunden oder mit Bekannten, und man geht in Böblingen weg, dann sage ich auch immer, ihr geht aber mit dem OB dann weg. Weil dann wird man wird gesehen, man wird beobachtet, man wird vielleicht auch angesprochen. Wenn wir unsere Ruhe haben wollen... Dann geht auch Sindelfingen. Nee, Sindelfingen. Dachte ich auch. Ich bin dann mit meinen Eltern nach Sindelfingen gegangen und der Inhaber des Gastronomiebetriebes hat dann auch, ach, ist ja auch schön, dass der OB aus Böblingen heute hierher kommt. Und dann war es schon geschwätzt. Auch ein paar von den Gästen haben mich dann gleich erkannt. Ich glaube, dann muss man schon etwas, sagen wir mal so 20 Kilometer plus, wobei aber auch Stuttgart ist ein Dorf. Ja, dort, sagen wir mal so, das hat sich schon verändert. Wenn man jetzt wiederum in Hamburg, da ist man völlig unter sich, da hat man kein Thema. Und was sich sonst halt privat verändert hat, man hat weniger Zeit natürlich für die eigene Familie oder auch für die eigene Verwandtschaft, für den eigenen Partner. Die Zeit, die man aber miteinander hat, die nutzt man wesentlich intensiver. Und ich würde jetzt mal sagen, so das erste Jahr ist natürlich auch nochmal ein bisschen außergewöhnliches Jahr gewesen. Also man geht morgens irgendwie, ich gehe mal so 8:30, 9:00, bin ich dann im Rathaus und komme meistens um 9 oder um 10 etwa nach Hause. Das ist, sollte kein Dauerzustand sein. Also ich würde sagen, wenn es sein muss, macht man das. Wenn es heiße Themen gibt, wo man jetzt einfach ranklotzen muss, macht man das. Aber wichtig ist diese Work-Life-Balance. Aber das muss jeder für sich wissen. Und mein Partner, der unterstützt das. Er hat jederzeit die Freiheit, mich zu öffentlichen Terminen zu begleiten oder auch Nein zu sagen. Neulich war mal Tanzgala, hat er gesagt, ich gehe zum Handball, du gehst zur Tanzgala. Oder wenn es mal wieder aber ein tolles Konzert gibt, wo von der Stadt unterstützt wird, das Amt für Kultur mit dabei ist, ja, da komme ich natürlich mit. Ja, und so denke ich mal, das haben wir ganz gut im Griff. Hobbys? Ah, die leiden schon drunter. Ja. Also ich spiele keine Trompete mehr, Sport. Ich versuche noch ein bisschen zu laufen, damit ich beim Stadtlauf fit bin und schneller bin als unser schnellster CDU-Stadtrat. Das ist so ein bisschen ein persönlicher Battle, den wir auch schon zu gemeinsamen Gemeinderatszeiten hatten. Und im letzten Sommer habe ich ihn das erste Mal, war ich schneller als er. Das war, war so ein kleiner Gag. Auch für die Presse war das natürlich auch ein kleiner Gag.
Also Sport, ich versuche immer trotzdem noch regelmäßig ein bisschen Krafttraining zu machen, weil sonst, ich sitze den ganzen Tag, ich sitze wirklich den ganzen Tag. Und wenn man wiederum mit dem Fahrrad fährt, ich finde es super, da ist wieder der Kopf frei. Ich habe jetzt gerade, wo ich das neue Auto bekommen habe, bin ich am Anfang jetzt eben auch mal sehr viel mit dem Auto gefahren, weil ich einfach auch mit dem Auto vertraut werden wollte. Aber ich habe gemerkt, wenn ich dann morgens ins Geschäft fahre, ich komme da schon mit einer gewissen Spannung dann an. Und wenn ich mit dem Fahrrad fahre, Kopf durchgeblasen, man hat ein bisschen gesehen, auch was von der Stadt. Ich habe eigentlich einen sehr schönen Weg zur Arbeit. Ich fahre immer an unseren schönen Seen vorbei. Das ist toll. Man sieht dann immer gleich, ob die Mülleimer geleert sind oder nicht. Man sieht, wer ist sonst noch so unterwegs gewesen. Und das tut einfach dann gut. Also von dem her, es hat sich schon viel verändert, aber ich nutze natürlich schon auch im privaten Bereich. Und deswegen habe ich auch die Woche in Florida sehr genossen. Das war halt mehr oder weniger Stefan Belz von früher. Also sozusagen der Wissenschaftler, so ein bisschen der Space-Nerd. Und das war auch wieder eine schöne Zeit. Und ich glaube, diese Auszeiten, die muss ich mir hin und wieder auch nehmen, um so ein bisschen zu wissen. Also mich zu erden, das ist dann in dem Fall vielleicht anders zu werten. Diese Auszeiten muss man sich hin und wieder nehmen. Weil nur Partei und nur Politik, da wird man irgendwann gaga. Ja. Sven. Du hast gemeint, dass der Raketenstart der Baumpflanzung, den Maibaum aufstellen weichen musste. Und wie ist denn so der Mix eigentlich aus repräsentativen Terminen und der Zeit am Schreibtisch? Und wie sieht so eine Woche des Oberbürgermeisters aus? Muss ich in meinen Kalender gucken. Ja, also es gibt im Prinzip Mischung repräsentative Termine, Termine im Rathaus, im Moment so grob ein Viertel oder 20% Repräsentation. Und etwa 80%, 75% im Rathaus. Ich möchte es gerne weiter verschieben, noch mehr mit die Bürgerschaft reingehen. Ich habe auch ganz am Anfang gleich dann mit meiner damaligen Bürgerreferentin, die hatte echt eine pfiffige Idee aus meinem Wahlkampfspruch bürgernah statt unsichtbar, so als kleiner Stich auf den Amtsinhaber, hat sie eine bürgernahe Veranstaltungsreihe entwickelt. Und das war echt super. Jetzt waren wir neulich Radfahren mit der Bürgerschaft. Dann gehe ich mal Mittagessen, dann mal zum Kaffee trinken. Und da lade ich einfach die Leute ein, also nicht finanziell, sondern ich lade sie ein, mit mir an dem Tisch zu sitzen und ihre Anliegen zu diskutieren. Kommt gut an. Wir hatten auch schon mal Glühwein, ein kleines Glühwein trinken im Rathaus-Foyer. War auch sehr nett. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen weiter auszubauen, weil ich finde, aus der Bürgerschaft, aus dem Gremium wird einem auch immer sehr viel erzählt, aber ich finde es, wenn man so direkt von den Leuten erzählt bekommt, dann hat es nochmal einen ganz anderen, einen authentischen Charakter. Und wie sieht so ein Alltag aus? Ja gut, es gibt immer so feste Bestandteile. Ich habe immer donnerstags von 9 bis 12 meine Dienstbesprechungen, wo man alles Mögliche, was im Rathaus gerade am Werden ist oder am Tun ist, Vorbereitung für den Gemeinderat, meine Dienstbesprechungen. Montagmorgen ist immer Wochenvorbereitung, das ist auch eigentlich der ganze Vormittag schon zu. Und dann gibt es natürlich die übrigen Termine sind dann, man besucht mal außerhalb oder man wird besucht, häufiger wird man eher besucht. Gemeinderatssitzungen, Ausschusssitzungen. Man ist natürlich in vielen Aufsichtsräten auf einmal Aufsichtsratsvorsitzender, man ist Stellvertreter oder in unseren Zweckverbänden, da tauschen Böblingen und Sindelfingen immer die Rollen zwischen Verbandsvorsitz und Stellvertretung. Das findet regelmäßig statt. Also man ist eigentlich echt zugekleistert mit Terminen und das schon relativ strikt getaktet. Das heißt, ich bereite mich auch selber fast nicht mehr auf Termine vor, sondern werde vorbereitet. Also man bereitet für mich die Unterlagen vor, man sichtet es. Und das war am Anfang für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es geht gar nicht anders, weil statt schlafen müsste ich dann den Tag vorbereiten am nächsten Tag. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das direkte Umfeld hinter oder all diejenigen im Rathaus, die einem den Rücken frei halten, also eigentlich alle, dass die wirklich eine gute Arbeit machen, dass man auch gut informiert ist und auch mit guten Informationen in die Gespräche reingeht. Und da gibt es eben noch so ein paar, man lernt dann auch natürlich so verhandeln. Das lernt man dann auch sehr schnell. Gibt es bestimmte Strategien, die man sich da aneignen kann. Und dann lernt man auch sehr schnell, also B, verhandelt man nicht. Man nimmt entgegen und dann wird es erstmal im Rathaus besprochen. Und solche Termine gibt es eben auch viel, dass man erstmal auch aufsaugt, was wollen die Leute eigentlich, also was sind ihre Anliegen. Also von dem her Montag, also bei mir sind es immer Montag und Donnerstag Vormittage, die zu sind. Und dann haben wir immer Ausschusswochen, dann ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, abends ist dann schon belegt, dann haben wir Ältestenratssitzung noch. Gibt es natürlich immer die Gemeinderatswoche, die gewinnt schon enorm an Bedeutung. Im Gemeinderat werden alle Beschlüsse gefasst. Und außerhalb dieser Sitzungswochen
mannigfaltig, echt sehr mannigfaltig. Also ich möchte es eigentlich nicht missen. Zum Beispiel der Montag war ein ganz untypischer Termin. Da hatte ich, glaube ich, 7 oder 8 Repräsentationstermine. Das war wirklich, das war irgendwelche Bienenstöcke eingeweiht, Insektensterben, ne, Vielfalt. Und dann der nächste Termin, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Also war, man hechtet schon so ein bisschen von einem zum anderen Termin. Und ich fühle mich aber immer sehr gut informiert durch die Arbeit des OB-Referats und durch die Arbeit meines Vorzimmers. Das ist eine tolle, tolle Truppe. Da sind Hannele. Haben Sie sich eigentlich beurlauben lassen für den Wahlkampf von Ihrer Stelle an der Uni? Und wann haben Sie dann die Stelle gekündigt oder abgeschlossen? Also ich habe ganz am Anfang dann auch meinen Chef informiert, also unseren Institutsleiter. Ich sage es mal so, mein ganzes Leben an der Uni basierte auf Vertrauensarbeitszeit. Ich habe nie gestempelt oder irgendwelche Zeitzettel ausgefüllt. Was ich auch eigentlich gut finde, weil dadurch konnte ich selber mir meine Zeit einteilen. Und das hat immer, war auch eigentlich sehr zweckdienlich. Ich habe dann auch gesagt, gut, wenn man es mal so hochrechnet, was ich an Überstunden habe, das kann man jetzt nicht so ganz nicht richtig aufwiegeln. Ich nehme einen Urlaub. Ich bin erreichbar, wenn die Hütte brennt, dann bin ich auf jeden Fall da an der Uni. Ich nehme sehr viel Gleitzeit. Wir haben dann nach und nach vereinbart, dass ich an den und den Tagen dann auch da bin, ansprechbar bin, auch für mein Team. Nachdem mein Institutsleiter sein Go gegeben hat, habe ich mein Team informiert. Mein Team hat gesagt, gut, mach das. Wenn es klappt, freuen wir uns für dich, aber natürlich haben wir gleichzeitig auch noch das weinende Auge dabei, aber wir kriegen das schon hin. Und dann haben wir uns da nach und nach haben wir einen Plan gemacht, wann ich wie häufig da bin. Und je näher natürlich der Wahltermin rückte, umso weniger war ich dann auch nachher an der Uni. Und das hat eigentlich wirklich sehr gut funktioniert. Und dann habe ich auch, nachdem die Wahl gewonnen war, war klar, ich löse meinen Arbeitsvertrag Ende März dann auf. Hat mein Chef dann auch mitgemacht, war kein Thema. Das wäre auch schlecht gewesen, wenn nicht. Ja. Frage soweit beantwortet? Ja. Ja, gut. Boris. Mich interessieren natürlich Sachen, die anders sind, als ich es kenne. Da habe ich 3 jetzt, die ich spannend finde, gehört. Das erste, der OB verhandelt nicht. Das ist keine 3 Minuten her. Ich komme gerade von einer Verhandlung, die ich selber geführt habe. Deswegen interessiert mich, woher kommt das? Ist das eine Böblinger Auffassung? Oder was heißt es? Wer verhandelt denn dann die wichtigen Sachen, wo die Verwaltung nicht mehr weiterkommt, wenn der OB nicht verhandelt? Das hat mich verblüfft. Das zweite, was mich interessiert hat, Fahrer oder Nichtfahrer, weil ich hatte einen Fahrer und ein Auto und nachdem ich das Auto abgeschafft habe, musste der Fahrer auch weg. Wie ist das in Möblingen? Also selber Fahrer oder Fahrer? Und das dritte, die 60 Millionen für die 500 Kindergartenplätze haben mich verblüfft. Ich habe geschwind nachgerechnet. Das ist 2,5-fache vom KGST-Standard, also ziemlich teuer. Liegt es daran, dass ihr in Böblinger halt mehr Geld habt oder warum gibt ihr so viel Geld aus pro Platz? Ja, also ich wiederhole nochmal kurz die 3 Fragen. Erstens, warum verhandelt ein OB nicht? Ist das eine Böblinger Besonderheit? Zweitens, hast du einen Fahrer oder fährst du selber? Und drittens, warum sind die Kita-Plätze in Böblingen so teuer? Ja, also die 60 Millionen setzen sich aus 2 Bestandteilen zusammen, 30-30. Die eine 30 Millionen sind tatsächlich die baulichen Investitionen und die anderen 30 Millionen sind die langfristigen strukturellen Ausgaben, die wir haben. Und so stellt sich das im Prinzip, genau. Und die andere Frage, ein OB verhandelt ich. Ich habe von einer Organisation oder von einer Sache profitiert, die mein Vorgänger noch gemacht hat. Und zwar war im April habe ich die Amtsgeschäfte aufgenommen. Und dann hieß es, ja, wir haben hier so eine Amtsleiter- und Dezernenten-Workshop. Gehen wir einfach 2 Tage in Klausur, besprechen Themen. Aber wir haben auch einen Referenten eingeladen. Ein Referent, der früher mal auch gerade beim Daimler, erstmal beim früher Betriebsrat, aber auch dann später im Vorstand Menschen beraten hat und auch vor allem Verhandlungsführung gelehrt hat. Und ich fand es hochinteressant, was er da für ein Verhandlungsschema aufgemacht hat. Es gibt im Prinzip immer sozusagen die Entscheider. Die Gruppe der Entscheider, da sitzt in der Regel der OB drin. Dann gibt es die Verhandlungsführer. Das heißt, die Verhandlungsführer kriegen einen Korridor mit, wo sie verhandeln. Verhandlungsführer können ein Bestandteil der Entscheidergruppe sein, müssen es aber nicht. Und dann gibt es natürlich immer noch den Verhandlungsgegner oder denjenigen, mit dem man verhandelt, oder Verhandlungspartner. Und der versucht natürlich immer in die Entscheidungsgruppe reinzupieksen und sagen, ja, ich will, ich will, ich will. Und eigentlich ist es schlecht, weil wenn zum Beispiel, nehmen wir an, wie die Frau klopft mir auf die Schulter, will irgendwas wegen
einen Zebrastreifen oder sie will da eine Ampel hin. Und ich verspreche jetzt das einfach. Dann hat sie in dem Augenblick mit mir verhandelt, hat es ausgehandelt, da kommt eine Ampel hin. Jetzt bringe ich meinen Amtsleiter unter Umständen in die Bredouille, weil das Ordnungsamt oder der Tiefbau sagt, ja, da können wir gar keine Ampel hinbauen aus den und den Gründen. Und deshalb ist es immer erstmal gut, wenn der Entscheiderkreis in Kontakt mit dem Verhandlungspartner kommt, dann wird sondiert. Sondiert, was sind die Anliegen, wir nehmen es mit, wir besprechen das nochmal in Ruhe und dann bekommen Sie von unserer Stelle oder von unserer Verhandlungsführerschaft bekommen Sie dann eine Rückmeldung. Und das haben wir, ich würde behaupten, mehrmals erfolgreich jetzt angewendet, dieses Schema. Natürlich ist das jetzt wegen Kleingruscht oder so, da brauchen wir da jetzt nicht drüber sprechen, aber so ganz im Grundsatz, wir hatten echt... da darf ich leider gar nichts dazu sagen, weil wir hatten, also vielleicht eine Sache, die EBM verlässt die Stadt Böblingen, wir haben das Forschungs- und Entwicklungszentrum von der EBM ist in Böblingen noch und die verlassen uns und machen das zusammen mit ihrem Headquarter in Ehningen. Und da gab es schon echt sehr, sehr heiße Verhandlungen im Hintergrund und ich habe ganz klar gesagt, wir verfahren nach diesem Schema. Das heißt, andere verhandeln das aus, ja. Die kriegen einen Korridor, in dem sie verhandeln können. Und dann kommen die mit den Ergebnissen zu dir. Ja. Und wenn es neue plötzlich, wenn etwas ist, was außerhalb des Verhandlungskorridors angefragt ist, dann sagen die, sorry, muss ich erst aufnehmen und dann im Prinzip erstmal mit dem Entscheiderkreis besprechen. Was ist der besondere Effekt von dieser Vorgehensweise? Der Effekt ist, dass man auch Zeit gewinnt. Dass man keine undurchdachten Entscheidungen kurz trifft und vor allem, dass man auch bestimmte hierarchische Verhältnisse nicht verletzt. Also das heißt, wenn du da drin sitzen würdest in diesem Gremium als Verhandler, dann hättest du unter Umständen richtige Probleme, weil du dann etwas zusagst, was über dir keiner mehr revidieren kann. Richtig. Und damit hat man natürlich schon nochmal eine Rückfalloption und kann dann wirklich in Ruhe auch eine Strategie aufarbeiten oder eine Strategie erarbeiten und dann nach dieser Strategie fahren. Und wenn es jetzt Änderungen an dieser Strategie gibt, dann... Muss es zum Beispiel auch ein Betriebsratsvorsitzender verhandelt ja nie mit dem Geschäftsführer oder mit dem Vorstandsvorsitzenden direkt, sondern da sind diese Verhandlungsführer extra da. Aber wenn es hakt, wenn man sich nicht einig wird, dann gehen die jeweils in ihre eigenen Gruppen zurück, diskutieren das aus, was machbar ist, ob der Verhandlungskorridor etwas aufgeweitet wird oder angepasst wird und dann setzt man sich wieder an den Tisch. Und diese Art der Verhandlungsführung, die finde ich gar nicht schlecht. Die finde ich wirklich nicht schlecht für Dinge, für größere Angelegenheiten, die man einfach in der Stadt hat, damit man eben keine Schnellschüsse haben. Anderer Punkt, Fahrer, Nichtfahrer. Fahrer ja, ich habe einen Fahrer, ich nutze ihn temporär, wenn ich weiß, ich sitze mal ein bisschen länger im Auto und brauche nochmal die Unterlagen oder nehme jemanden mit, wo man sich nochmal absprechen muss für den Termin, dann nutze ich das und war am Anfang auch gewöhnungsbedürftig, war ein bisschen wie Taxifahren, aber es hat tatsächlich seinen Vorteil, sich dann auf den Termin nochmal vorzubereiten. Gerade in der Kürze der Zeit, da hat man irgendwo 15 Minuten Anfahrtszeit und weiß, okay, da besprechen wir jetzt nochmal geschwind die Standpunkte und den Informationsstand durch. Finde ich gut und habe einen sehr angenehmen Fahrer, der schon im Ruhestand, hat früher beim Daimler gearbeitet. Der freut sich, denke ich, wenn er dieses neue Auto jetzt auch fahren darf und fahren kann. Das ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme Sache. So, und die erste Frage war nochmal, Kita-Plätze hatten wir. Kita-Plätze, bitte. Fahrer haben wir und verhandeln hatten wir auch. Alles beantwortet, hervorragend. Haben wir noch weitere Fragen? Gut. Ich gucke jetzt. Da hinten ist noch eine, ja. Jörg. Jörg. Ja, also der Weg zum OB war ja doch schon ein ganz schönes Neuland, das du da betreten hast, trotz der Gemeinderatserfahrung. Und war, glaube ich, schon eine große Herausforderung, den Durchblick zu bekommen, auf wen kann ich mich auch verlassen oder wo muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Hattest du oder gab es Situationen oder gibt es Situationen, wo du dir manchmal denkst, ja, so eine Verwaltungsausbildung oder juristische Ausbildung wäre schon hilfreich manchmal? Also hilft eine Verwaltungsausbildung, hilft eine juristische Ausbildung oder geht das auch als Quereinsteiger? Also ich sage mal so, wenn man die Ausbildung hat, ist es sicherlich kein Fehler. Aber ich glaube, bei einer Stadt in der Größenordnung wie Böblingen, da spielt der fachliche Hintergrund, der rückt immer weiter in den Hintergrund, weil es darum geht, Entscheidungen herbeizuführen mit einem Team. Und ganz wichtig ist, zuzuhören und sich auch auf, wie du schon richtig sagtest,
sich auf die richtigen Leute, auf die richtigen Leute zurückgreifen zu können, also sich darauf verlassen zu können, wenn das und das gesagt wird, dass ich das auch so auch weiterverwerten und weitertragen kann. Und muss sagen, deswegen, ich mache jetzt auch hin und wieder, besuche ich Seminare und Schulungen, wo es um verwaltungsrechtliche Angelegenheit geht oder Baurecht und so weiter. So grobe, sagen wir mal so grobe Züge, die habe ich soweit. Aber man lernt auch an diesen ganzen Aufgaben, die man tagtäglich zu bewältigen hat. Und muss sagen, in einzelnen Punkten habe ich jetzt sogar schon ein bisschen mehr gelernt, wo ich sogar meine Verwaltung aufklären konnte. Das war auch schon mal eine schöne Erfahrung, ja, wenn man sich einfach mal reinkniet in eine Sache und kriegt dann wiederum was raus, was dann doch geht, wo mir die Verwaltung vorher gesagt hat, das geht nicht. Und ich denke mal, wenn man als Quereinsteiger reinkommt, dann ist es ganz wichtig, dass man Leute hat, auf die man sich verlassen kann. Und wichtig ist diesen Teamgedanken. Also für mich ist wir sind einfach, wir erarbeiten das gemeinsam und das ist keine One-Man-Show. Also so viel vielleicht zu dem Punkt. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis gewesen an der Uni. Oder was heißt Geheimnis? Mir war es immer wichtig, gerade mit diesen Mikroalgen und dem Experiment. Ich bin Ingenieur und kein Biologe. Deswegen war es aber mir wichtig, dass ich in meinem Team einen Biologe habe, der die ganzen Algen pampern kann. Apropos Algen. Das möchte ich dir noch mitgeben. Das ist ein Müsli-Riegel oder ein Riegel. Chlorella-Alge. Aha. Chlorella fliegt jetzt gerade im Weltraum. Ja, kann man essen. Ist jetzt tut angekommen nicht weh. Auf der ISS, richtig? Ist angekommen auf der ISS und wird jetzt demnächst installiert. Und da sind Mikroalgen enthalten. Wahnsinn. Ja, also kann man essen und hat man nachher einen ganz grünen Mund. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da sind ein paar im Publikum, mit denen ich das nachher teilen werde, ja, zum Abschlussfoto. Ja, Stefan, herzlichen Dank. Also die Vorstellung, dass dieses Zeug gerade hier auf der ISS rumfliegt, ist schon irre. Ich werde es essen, ich werde ein Foto schicken von meinen Zähnen. Ja, klasse. Ja, Stefan, wenn du mir schon Geschenke machst, es war mir ein unglaubliches Fest, dass du heute Abend da warst. Wirklich. Ich weiß ja, wie wenig Zeit du hast. Ich habe ja auch nicht viel Zeit, aber wir sehen uns viel zu selten. Es ist wirklich immer toll, sich mit dir zu unterhalten. Ich möchte quasi direkt schon den nächsten Anlass ankündigen. Ich habe dir nämlich was aus Italien mitgebracht. Und zwar, Saskia, wo ist meine Frau, nicht böse sein. Ich schenke ihm jetzt die Flasche. die Flasche Wein ist von einer Weinhandlung am Gardasee, Lenotti Le Olle, ist einer der besten bezahlbaren Weine, die ich kenne. Wenn Manu und du dann noch Unterstützung braucht. Ich sehe schon, das dann hört sich nach einer Einladung an. Genau. Also zu uns? Nein, das ist wirklich von Herzen ein Geschenk. Schatz, wir haben noch zwei Flaschen, wir können die auch dann quasi entweder mitbringen oder trinken selber. Stefan, das ist sozusagen mein Gastgeschenk an dich. Also wie gesagt, keine Einladung, sondern tatsächlich ein Geschenk, was von Herzen kommt, möchte ich dir gern mitgeben. Danke, dass du heute Abend da warst und ich habe dir noch ein kleines Geschenk. Herzlichen Dank. Ja, gern. Ein kleines habe ich dir noch und zwar, schau mal, dieses Bild hier haben wir am Wahlabend gemacht. Ah ja, ich erinnere mich. Darf mal zeigen. auf diesem Bild sind zu sehen, der seit wenigen Minuten frisch gewählte Oberbürgermeister von Böblingen. Im rechten Hintergrund der Oberbürgermeister von Tübingen, der frisch angereist war und vorne links unten der ungläubige Wahlkampfstratege, der es noch gar nicht glauben kann. Und das ist wirklich so ein Schnappschuss gewesen, so quasi so ein Selfie-Bild. Und es stand ganz lange auf meinem Schreibtisch, heute Abend möchte ich es dir schenken. Vielleicht hast du irgendwo einen schönen Ort dafür, dass du dich an diesen Moment, an diesen Abend, 4. Februar 2018 erinnern kannst. Auf jeden Fall. Gut, ich freue mich riesig, dass du da warst. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Danke, dass du dir aus deinem stressigen Alltag diesen Abend herausgeschnitten hast. Der Applaus gehört dir. Und habe ich gern für dich gemacht. So, das freut mich, danke ich auch gern für dich. Und wir haben noch ein paar Minuten zum Quatschen. Drüben gibt es, wenn ich es richtig weiß, noch Butterbrezeln. Bleiben Sie noch einen Moment da und vielleicht haben Sie noch ein paar private Fragen oder ein paar andere Anliegen. Also vielleicht mit dem Zebrastreifen oder so. Danke, Stefan. Dankeschön.